Sekunde, Mrs. Turner. Ja, bitte? Eine Beschwerde von Sir Charles Barker. Sie haben gestern vergessen, seinen Papierkorb zu leeren. So, habe ich das? Ich wollte es nur erwähnt haben. Na, schon gut, Mr. Mills. Ach, Sie da, Mrs. Thursday. Sie kommen 2 Minuten zu spät. Oder um es genau zu sagen, 2 Minuten und 14 Sekunden. Entschuldigen Sie vielmals, ich konnte Ihnen Wind fahren. Sie haben pünktlich zu sein, dafür werden Sie bezahlt. Ich weiß. Pünktlichkeit ist das oberste Gebot in unserem Unternehmen. Ich habe den Windfahren nicht gefunden, ich habe Wolle genommen. Aber entschuldigen Sie, ich hoffe, es hält. Würden Sie es abgeben? Ja, entfalle ich Ihnen verpasse. Ich meine, Mr. Dunridge, ja? Na, für wen sagen Sie? Mr. Dunridge, aber es ist privat. Was, für den Chef? Ja, habe ich doch gesagt. Ja, nicht Wolle. Wolle für einen Generaldirektor. Aber Mr. Mills, was machen? Warum machen Sie das kaputt? Moment, Moment, Moment. So, das haben wir gleich. Was ist da drin? Apfelkuchen. Apfelkuchen? Ganz besondere Apfelkuchen mit Mandeln und Zimt. Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Isst er nämlich so gerne. Kriegt er in seinen stinkfeinen Restaurants nicht. Und entschuldigen Sie die Verspätung. Die paar Minuten, die arbeite ich länger. Schön, wie Sie das so einpacken. Ganz wie am Diensten, Madame. Mein Gott, ist das schön. Schon wieder mal weggetreten. Aber eins kann ich euch sagen. Da fahre ich mal hin, sehe ich meine Wirklichkeit an. Mit der Tagesrückfahrkarte kann das gar nicht so teuer sein. Mertenholz. Hübscher Name, nicht? Ist jetzt ein Altersfremd. Die haben's gut. Brauch nicht mehr zu schuften. So. Achtung. Feldwebel. Oh mein Gott. Was ist denn? Ich fürchte, Mr. Dunridge wird heute nicht vorbeikommen. Wieso? Warum nicht? Er ist erkrankt, aber leider sehr ernst. Irgendwas mit dem Herzen. Um Himmels Willen. Tja. Es sieht leider sehr schlecht aus. Er, der das alles hier aus dem Boden gestampft hat. Was soll bloß werden, wenn wir ihn verlieren? Das Mittel muss sofort besorgt werden. Und das Opiat, wenn das heute wieder nicht geschlagen hat, dann müssen wir ihn nochmal suchen. Was quatscht ihr da andauernd? Sag mir endlich, was los ist. Bitte, Mr. Dunridge, bleiben Sie ruhig liegen. Dadurch möchte ich Sie ernsthaft ersuchen. Sie brauchen Ruhe. Nichts als Ruhe. Ja, eben. Deswegen will ich jetzt endlich wissen, woran ich bin. Sie müssen dringend in ein Sanatorium. Ich denke nicht dran. Wenn ich erst mal hier raus bin, dann habe ich ganz in den Fingern halt, bin ich vollends geliefert. Und das kostet mich ein Vermögen. Ach, ich bitte Sie, Mr. Dunridge. Auf Wiedersehen. Wir sehen im Laufe des Vormittags noch mal rein. Sehen Sie zu, dass er Ruhe hat und liegen bleibt. Sir Charles Barker und Mr. Lever. Tut mir leid, Mr. Dennis, keine Besuche. Ja, aber die Vizepräsidentin des Dunridge-Konzerns. Wissen wir ja. Aber es geht ohne Ausnahme. Wer ist denn da? Ich sag. Dennis. Sie brauche ich nicht. Rufen Sie mir Hunter. Sehr wohl, Sir. Also offen. Wir werden die frische Luft haben. So. Sie haben mich rufen lassen, Sir? Bitte warten Sie einen Moment. Bitte? Guten Tag. Mrs. Thursday. Ja. Mein Name ist Hunter. Ich komme von Mr. Dunridge. Mr. Dunridge? Aber ist doch nichts passiert. Er möchte Sie sprechen. Wieso mich? Mich will der sprechen? Ja, sein ausdrücklicher Wunsch. Ich bin mit dem Wagen da. Ja, aber ich bin ja gar nicht angezogen. Da muss ich mich nur umziehen.
Aber bitte beeilen Sie sich. Ja, kommen Sie doch herein, ja? Danke. Ach ja, meine Sachen. Ja. Entschuldigen Sie mal. Warten Sie eine Sekunde. So ein teurer Wagen. Nicht mal Kurbel an den Fenstern. Wie lange kennen Sie schon Mr. Dunridge? 6 oder 7 Jahre. Moment, das war der Tag, an dem Wedlock das International gewann. Das war 61 Jahre, 7 Jahre. Ist ein prima Kerl, nicht, Mr. Dunridge? Wir quasseln öfter miteinander. Wenn er früher ins Büro kommt, würde ich sauber machen oder Staubsauge. Ach, ja. Naja, wir sind ja praktisch zusammen aufgewachsen. Wissen Sie, seine Eltern, die wohnten direkt bei uns um die Ecke, in der Orton Street. Damals hat er noch Zeitungen ausgetragen. Wie alle Millionäre. Scheint zu ihrem Image zu gehören. Ach, hätte ich doch auch Zeitungen ausgetragen als Junge. Klingelt. Hunter. Landis, sagen Sie mal, wo fahren Sie eigentlich rum? Ja, ich habe Miss Thursday abgeholt, auf Wunsch von Mr. Dunridge. Mrs. Thursday? Die Putzfrau? Ja, wie gesagt, auf Wunsch von... Fahren Sie sie gleich wieder nach Haus, Hunter. Die Ärzte haben jeden Besuch strengstens untersagt. Hören Sie, Mr. Dunridge hat extra... Fahren Sie die Frau zurück. Telefon im Wagen. Also wirklich, nächstens haben Sie noch einen Fernseher. Hören Sie mal, Bates. Ja, Mr. Hunter. Wieder zurück, neue Anweisung. In Ordnung, Mr. Hunter. Wieso, was ist denn los? Warum, wo soll der denn hinfahren? Ich muss sie wieder heimfahren. Warum? Mr. Dunridge hat doch ausdrücklich gesagt, er will mich sprechen. Ja, ganz recht, aber Mr. Landis hat... Mr. Landis. Was geht mich denn diese Flasche an? Ich will zu Mr. Dunridge. Fahre ich ihm mit dem Bus. Bates? Mr. Hunter? Wir fahren genauso weiter. Ist das Ihre letzte Order, Mr. Hunter? Ich denke schon. Mrs. Dunridge. Guten Tag, Edna. Oh, Landis, wie geht's Ihnen? Wir sind besorgt, Mrs. Dunridge. Sehr besorgt. Ja, wie schrecklich. Was sagen die Ärzte? Guten Tag, Mrs. Dunridge. Das ist alles so furchtbar. Hallo, Margot, Liebling. Was machst du denn hier? Das gleiche wie du. Krankenpflege. Fühlst du meinen Mann? Ich auch. Guten Tag, Mrs. Dunridge. Also eins muss man sagen, wir hängen wirklich alle sehr an ihm. Nun sieh mal an, auch noch die dritte. Kann ihm unsere schöne Zeit einfach nicht vergessen. Die einzige, die ihn wirklich geliebt hat, war ich. Hat aber nur 3 Monate gedauert. 3 unvergessliche Monate. Was ist das schon? Du hast dich ja bloß 6 gehalten. 3 ganze Monate mehr. Ich halte jedenfalls den Rekord mit 1 Jahr und 3 Tagen. Wissen wir ja, jetzt gehe ich rauf. Moment mal, schön der Reihe nach. Eben, die letzte kommt zuerst dran. Ich habe ja schließlich den größten Anspruch darauf. Ich bitte Sie, meine Damen... Gehen wir doch alle zusammen rauf. Ja, natürlich. Um Gottes Willen, das kann ich nicht zulassen. Die Ärzte haben ausdrücklich... Seien Sie doch endlich still. Aber kommt, wir gehen. Los. Okay. Ich bitte Sie, Mrs. Dunridge, meine Damen. Sie schaffen mich noch. Mr. Hunter, was soll das? Ich sagte Ihnen doch... Mrs. Thursday meinte, so wie die Dinge liegen, sollte man doch besser Mr. Dunridges Wunsch nachkommen. Besuche sind ausnahmslos verboten. Aber in diesem Falle wäre es doch vielleicht besser... Tut mir leid, wir haben strikte Anweisungen. Nett, dass Sie gekommen sind, aber leider... George! Das kannst du doch nicht machen! Hau ab! Liebling! Der Schlag soll dich treffen! Hör auf, es soll doch ein... Du hast mir krank noch empfehlen! Aber Puppe, das war gar nicht... Raus, los, Lauch! Weg mit dir! Aber Maus! Hau ab! Oh, oh, oh. Sagten Sie nicht, er ist sehr geschwächt. Um Gottes Willen. Aber Sir, Sie sind ja auf. Ach, lassen Sie das. Sie sollten doch liegen bleiben. Liegen kann ich das wohl schwer schaffen. Alles? Ja, Sir? Kommen Sie mal rauf. Aber Sir, die Ärzte... Ach, die Ärzte, die können mich mal. Geht Sie nicht gut? Alles, helfen Sie mir mal in das verfluchte Bett. Ja. Sie verdammten Wieserli. Das geht Ihnen nicht gut. Ich bin total fertig. Kommen Sie. Boah, das soll er mir büßen. Vor allem. Ach, komm, lass mich auch. Wer ist denn diese Frau? Sie ist eine von unseren Putzfrauen. Was? Ich höre wohl nicht richtig. Was will er denn mit dir? Eine Putze? Sie sagen es. Ruhe! Ich bitte Sie, der Mann ist doch krank. Ja. Wo ist der denn? Warten Sie, Lass ich bin ja gar nicht so krank. Es sagt man immer so. Gut, dass Sie da sind, Alice.
Setzen Sie sich. Na, hier, aufs Bett. Danke. Ist aber weich. Ist ungesund. Ja, ich schlaf ganz gut drin. Sagen Sie, Alice, fühlen Sie sich auch manchmal so einsam? Einsam? Nee. Wissen Sie, dazu habe ich gar keine Zeit. Na, mal im Ernst. Na ja, vielleicht. Diesmal so kommt, ne? Siehste? Ja, aber bei Ihnen wundert mich das. Sie haben doch immer so einen Haufen Leute um sich. Ach, hören Sie auf. Sie wollen mich doch bloß ausnehmen. Mhm. Aber das ist ja mein eigener Fehler. Ich habe mich eben nie richtig als Autorität durchsetzen können. Was, Sie? Oh, Mr. Dunnett, nee, das stimmt nicht. Ja, jedenfalls nicht bei meinem Personal. Aber der Mr. Hunter da, der ist doch ganz nett, oder? Der? Hm? Der klaut Ihnen die Milch aus dem Tee. Und der Zucker dazu, wenn es geht. Ja, aber soweit ist er ganz anständig. Er ist nicht schlecht. Aber den anderen traue ich nicht von hier bis zur Türe. Sagen Sie, es geht mich ja nichts an. Wieso sind Sie eigentlich immer mit Ihren Ehen so reingefallen? Waren eben die falschen Typen. Aha. Verstehe, hier. Hatten immer zu viel Moneten. Ja, so kann man es auch sehen. Sie hätte ich heiraten sollen. Für mich? Nee. Ich habe auch so meine Eigenheiten. An mir hätten sich bestimmt die Zähne ausgebissen. Ich glaube, auf Sie hätte ich mich verlassen können. Ja, das stimmt. Ein Mann in Ihrer Position und ich, ging ja gar nicht. Kommen Sie. Sie haben Humor und stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Wie lange kennen wir uns eigentlich, Alice? Na, darüber wollen wir jetzt aber beide nicht reden. Erinnern Sie sich noch an die Baker Street? Oh ja. An den Wursthändler? Das war eine schöne Zeit, ne? Das war der Typ. Ja, komisch. Je älter man wird, umso mehr kommt die Erinnerung. Ja, mir war wohler als heute, mit all dem Geld. Oh, das glaube ich nicht. Und jetzt muss ich aber gehen, spät. Läuten Sie zweimal. Hm? Wozu denn? Dann machen Sie schon, Kleine. Und jetzt? Da fliegen können Sie nicht. Ist das Chinesisch? Kann ich nicht sagen. Ich glaube schon. Hübsch. Ja? Sir. Bringen Sie Mrs. Hurst nach Hause. Nee, ich nehme doch den Bus, den 21er. Los, fahren Sie schon. In Ordnung, Sir. Sie sind jetzt todmüde, Sie müssen schlafen. Wird Ihnen gut tun. Wie wär's noch mit einer Zigarre? Zigarre? Kommt ja gar nicht in Frage. Nee. Ein Schluck Whisky. Ja, das kann ich nur wieder verstehen. Geht aber nicht, leider. Wenn diese Schweinehunde bloß Mertenholl nicht abreißen. Was, Mertenholl? Den schönen Landsitz? Nee, da denkt ja gar keiner dran. Da ist doch jetzt ein Altersheim drin. Die tragen den Tower ab, wenn das Geld bringt. Ja, aber regen Sie sich doch nicht so auf. Davon kann ja gar nicht die Rede sein. Sie werden sich wundern. Kann ich nur sagen, kümmern Sie sich um Mertenholl. Was, ich? Bitte legen Sie sich hin, Mr. Dunbridge. Ja, irgendwer muss es doch tun. Natürlich. Mach ich, Mr. Dunbridge. Mach ich, ja. Wiedersehen, Mr. Dunbridge. Gut. Dann kann ich ja abtreten, wenn es sein muss. Sie treten noch lange nicht ab, Mr. Dunbridge. Davon bin ich sogar fest überzeugt. Hm? Wiedersehen. Und dann schlafen Sie gut. Wiedersehen. Entschuldigung.
spannend. Also, das wär's. Das, meine Herrschaften, war der allgemeine Teil der Testamentseröffnung. Wir kommen nun zu den diversen Vermächtnissen, die Mr. Dunridge seinen privaten Hausangestellten hinterlassen hat. Meiner Haushälterin Miss Adams hinterlasse ich 500 Pfund in Anerkennung ihrer treuen Dienste. Die gleiche Summe ist vorgesehen für meinen Privatsekretär Mr. Roger Landis. Meine sämtlichen anderen Hausangestellten erhalten je 100 Pfund und meinen herzlichen Dank für ihr loyales Verhalten und ihre Nachsicht. Das ist ja großzügig typisch. William Byron Hunter. Mein Freund und Diener erhält eine Summe von 5000 Pfund auf ein Sperrkonto, das an seinem 60. Geburtstag liquidiert werden kann. Ich möchte dadurch verhindern, dass er das ganze Geld in den nächsten 3 Monaten verwettet. Mein gesamtes übriges Vermögen hinterlasse ich meiner Freundin Mrs. Alice Thursday. Ich weiß, sie ist die Letzte, die hier etwas erwartet oder beansprucht. Aber mir fällt niemand ein, der mit meinem Geld besser umgehen könnte. Ich hoffe, sie wird mir vergeben und mich in liebevoller Erinnerung behalten. Die kriegt alles. Aber das ist doch lächerlich. Na, und ich? Ja. Was mit uns? Darf ich bitte fortfahren? Danke. Es ist ferner mein Wunsch, Mrs. Thursday möge für meine früheren Frauen, Margot, Shaila und Nicola, in der Weise sorgen, die ihr nach eigenem Ermessen passend und gerecht erscheint. Vorausgesetzt, keiner der drei versucht, diese Bestimmung anzufechten. Sollten sie es dennoch tun, so erkläre ich die Anweisung für null und nichtig und widerrufe diesen Punkt meines Testaments. Oh, das ist mehr als unverschämt. Also das fechte ich an. Einen für blöd zu verkaufen? Dem werde ich zeigen. Für irgendwelche Rückfragen, meine Damen, steht Ihnen meine Kanzlei jederzeit zur Verfügung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, meine Herrschaften. Die Verlesung des Testaments ist hiermit beendet. Na, wie fühlen Sie sich jetzt? Mein Gott, sind Sie ein Glückskind. Ich gratuliere Ihnen auch recht herzlich. Das freut mich. So viel Geld. Also ich verstehe wirklich... Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich verstehe ja immer nur Bahnhof. Sie sind Universalerbin. Ach, Quatsch. Ja, Sie erben sein ganzes Vermögen. Und lass mich doch hier nicht von Ihnen auf den Arm nehmen. Kommen Sie mal mit. Seien Sie doch nicht so nervös. Wie viel ist das eigentlich? Also, natürlich ganz unverbindlich und nach vorsichtiger Schätzung wird das so etwa 10 Millionen Pfund ausmachen. 10 Millionen? Menge Geld. Putzfrau. Das ist nicht zu fassen. Was soll die bloß mit den Millionen anfangen? Ach, wissen Sie, für uns ist das gar nicht so schlecht. Wieso? Wie meinen Sie das? Sie sind aber schwer von Begriff. Zigarette? Danke. Irgendwer muss Sie doch schließlich beraten, wie Sie das Geld richtig verwaltet. Ja? Ah, Mrs. Thursday, da sind Sie ja noch. Ja, wenn Sie es nicht stört. Aber ich bitte Sie, Mrs. Thursday, es ist doch jetzt schließlich Ihr eigenes Haus. Ich kann das noch immer nicht fassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das zunächst gar nicht so einfach sein wird für Sie. Na, das kann man wohl sagen. Betrachten Sie uns in diesem Zusammenhang gern als Ihre Freunde und Ihre Helfer. Wie? Mr. Landis meint, wenn Sie klug sind, und Sie sind ja eine gescheite Frau, dann wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an uns. Aber bitte, Mrs. Thursday, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich würde mich zum Beispiel gern ums Haus kümmern und Ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen übernehmen. Und ich könnte Sie in den Finanzfragen beraten. Aha, sehr freundlich. Aber ich bitte Sie. Schließlich kommen ja jetzt ungeahnte Probleme auf Sie zu. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und was glauben Sie, wie viele Gauner jetzt hinter Ihnen her sein werden, um Sie anzupumpen und Ihnen Geld abzunehmen? Davor wollen wir Sie doch bewahren. Ja, aber wieso? Ich will Ihnen beiden doch gar keine Umstände machen. Das ist doch unsere Pflicht. Sehen Sie, Mrs. Thursday, eine Frau Ihrer, naja, Herkunft kann sich doch nicht von heute auf morgen in diesem gesellschaftlichen Milieu zurechtfinden. Warum denn nicht? Reden wir doch mal ganz offen von
Frau zu Frau. Mhm. Da muss die aber raus. Nehmen Sie das doch bitte nicht so wörtlich. Stehen Sie doch bitte mal auf. Sehen Sie mal Ihre Frisur zum Beispiel. Wieso? Ich habe da eine ganz neue Dauerwelle. Ach, na ja, und dann Ihre Garderobe. Ja, was ist denn damit? So etwas können Sie nicht tragen. Das ist einfach unmöglich. Sie hat wirklich recht. Sonst noch was? Na ja, da ist zum Beispiel... Na los, los, los! Wenn Sie mich so fragen, also die Art, in der Sie sprechen. Was ist denn damit? Es ist natürlich nicht Ihre Schuld, aber Ihre Ausdrucksweise ist eben etwas, na ja, gewöhnlich. Sie meinen ordinär? Aber keine Angst, das bekommen wir schon hin. In 1 bis 2 Monaten werden wir Sie nicht wiedererkennen, dafür sorgen wir schon. Mhm. Was kostet denn das? Darüber wollen wir doch jetzt nicht reden. Als Ihr Finanzberater werde ich darauf achten, dass das Honorar in Grenzen bleibt. Aha. Und die Grenzen, die bestimmen Sie? Mit Ihrem Einverständnis? Mhm. Aber mit meinem Geld, nicht? Sagen Sie mal, halten Sie mich eigentlich für doof? Bin zwar bloß eine Raumpflegerin, aber von wegen gewöhnlich oder ordinär. Das seien Sie still! Jetzt bin ich nämlich mal dran. Und ich werde Ihnen gleich was sagen. Ihre Frisur da, die gefällt mir auch nicht. Diese Toupage und das dämliche Gequassel von Ihnen geht mir schon lange auf die Nerven. Hier diese Art, die feine Lady zu mimen. Aber ich habe nichts gesagt. Ich habe richtig den Mund gehalten. Und wissen Sie warum? Weil man da, wo ich herkomme, wenigstens weiß, wie man sich benimmt. Also das ist doch unerhört. Sie scheinen wohl zu vergessen, wo Sie herkommen. Also ich lasse mich doch von Ihnen nicht beleidigen. Ich gehe. Das werden Sie noch bedauern. Ja. Na herrlich, herrlich. Hauen Sie nur ab. Wir gehen. Einfach ignorieren. Ja, und tun Sie mir einen einzigen Gefallen. Machen Sie die Türe zu. Aber möglichst von draußen. Das ist ja wirklich. Das fängt ja gut an. Dankeschön. Herzlichen Dank. Hättest wohl niemand anders mit deinen Moneten wehren können, was? Musst eben sehen, wie du damit fertig wirst. Ja. Jetzt kann man sich leicht lustig machen. Jetzt drehe ich durch. Jetzt werde ich verrückt. Ich verkrafte das nicht. Also, Hunter, wir gehen. Ich habe diese Frau ebenso richtig kennengelernt. Wäre für Sie auch besser. Diese Person ist unmöglich. Oh. Oh nein, bitte. Entschuldigen Sie, ja? Kommen Sie doch rein. Darf ich? Dankeschön. Ich habe Ihnen einen Tee machen lassen, Madame. Oh, nun fängt der auch noch an. Bitte? Ich bin doch keine Madame. Nun komm, stehen Sie doch nicht rum wie das eigene Denkmal. Kommen Sie, setzen Sie sich mal ein bisschen zu mir. Setzen? Zu Ihnen, Madame, Mrs. Hurstay? Na, warum denn nicht? Bin ich hier die Queen? Nicht direkt, Madame. Sie sollen doch nicht. Madame, ich weiß, Madame. Ach, zu blöd. Immer diese Erziehung. Genau. Bleiben Sie doch natürlich. Zwei feine Pinkel sind schon weg. Ja, ich habe davon gehört. Ist vielleicht ganz gut so. Was denn? Sie konnten die beiden auch nicht leiden? Ausgesprochene Snobs, wenn ich so sagen darf. Aber Sie werden doch bleiben, oder? Aber gewiss, Mrs. Thirsty, ich würde gerne. Oh. Könnte vielleicht noch ganz amüsant werden. Ja, meinen Sie? Ach, Tee. Also genau, worauf ich Appetit hatte. Edna, das ist aber nett von Ihnen. Kommen Sie, warten Sie. Ich räume weg. So. Ist das schön. Darf ich einschenken, Madame? Ja, also bitte. Jetzt fängt die auch wieder an mit Madame. Sie hat aber recht, Mrs. Thursday. Tut mir leid. Und dann holen Sie noch 2 Tassen, ja? Bitte? Na klar, für euch beiden. Will doch nicht alleine trinken. So, wo steht denn überhaupt das Geschirr? Ich werde mich doch nicht von hinten vorn bedienen. Aber warten Sie, Mrs. Hurstay. Ich weiß doch, wo alles steht. Ich hol's schon. Nett. Jetzt habe ich gleich Durst. Dann stehen Sie doch nicht andauernd herum. Die Rumsteherei macht mich wirklich wahnsinnig. Ziehen Sie sich nicht wie die Zicke am Strick. Sehr wohl, Mrs. Hurstay. Entschuldigen Sie, Hunter. Entschuldigen Sie wirklich. Aber ich bin völlig durcheinander. Und deshalb muss ich auch was tun. Ja, ich muss was tun. Ich werde ablehnen. Klar. Klar, jetzt habe ich's. Ich lehne ab. Ich lehne ab. Ich lehne den ganzen Plunder einfach ab. Ich will doch bleiben, wie ich bin. Ich will doch nicht verrückt werden. Das heißt Millionär. Kommt doch überhaupt nicht in Frage bei mir. 10 Millionen kann man nicht einfach ablehnen. Doch.
gerade 10 Millionen. Und wenn es 100 Pfund gewesen wären, ja, das wäre was anderes gewesen. Hätte ich mir einen hübschen Pelzmantel gekauft. Persianer, schwarz, war schon immer mein Traum. Meins wegen 1000, das wäre ein ganz schöner Zuschuss für die Rente gewesen. Oder von mir sogar 10.000, hätte ich mein kleines Häuschen gekauft. Aber wo es drüber rausgeht, nicht, also da wird es ja direkt unheimlich. Die größte Summe, die ich je im Leben gesehen habe, waren 97 Pfund und 16 Schilling für die Versicherung von meinem Mann. Aber 10 Millionen Pfund, Menschenskind, da dreht sich doch eigentlich alles. Und dann noch Teilhaber in so einem Unternehmen. Ich habe doch keine Ahnung davon. Sie 4 Wochen später und der ganze Laden ist bankrott. Also da brauchen Sie keine Angst zu haben. Sehen Sie mal, von einer gewissen Summe an vermehrt sich Geld von selbst. Das können Sie gar nicht verhindern. Dann lege ich es auf die Bank. Da kriegen Sie Zinsen. 10 Millionen sind in 5 Jahren ca. 15 Millionen. Also, dass Sie von jetzt ab immer reicher werden, Mrs. Thursday, daran müssen Sie sich schon gewöhnen. Dann gebe ich es einfach aus. 10 Millionen? Wie wollen Sie das machen? Fällt Ihnen denn nichts ein? Ach, denken Sie doch mal nach. Ist zum Heulen. Was für ein Tag. Ist Mrs. Thursday da? Ja, Sir. Aber ich sehe mal nach. Sekunde. Nur keine Umstände. Ich komme gleich mit. Darf ich bitten, Sir? Ja, danke. Entschuldigung, Sir Charles Barker ist da für Sie. Meine liebe Mrs. Thursday, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Und vor allem herzlichen Glückwunsch. Was für eine Sensation. Draußen warten bereits die Reporter. Mein Name ist Thursday. Tag, Hunter. Sir Barker. Moment mal, entschuldigen Sie, wo rennen Sie denn jetzt hin? Sir Barker hat sicher etwas Geschäftliches mit Ihnen zu bereden, Madam. Ganz richtig. Ja, da müssen Sie doch erst recht bleiben. Sie sind doch mein... Ja, er ist von jetzt ab mein Berater. Fürs Geld. Bitte? Irgendjemand muss mir doch helfen. Ich verstehe, Mrs. Thursday. Hunter, ich wusste gar nicht, dass Sie so vielseitig begabt sind. Verzeihung, Madam, was soll ich mit den Reportern machen? Was machen wir denn da? Warten lassen. Ja, warten lassen. Gut, Madam. Ne? Wollen Sie nicht vielleicht eine Tasse Tee mit uns trinken, Mr. Barker? Sir Charles Barker. Barker? Barker. Natürlich, Barker. Entschuldigen Sie. Tja, das war für Sie selber wohl die größte Überraschung. Oh, na hören Sie, das kann man vielleicht sagen. Das war schon was. Zumal Sie mit geschäftlichen Dingen bisher nicht viel zu tun hatten. Nicht viel? Das ist gut. Hab doch keinen blassen Schimmer davon. Werde ich auch nie lernen. Aber wozu denn auch? Dafür haben Sie doch uns. Sie werden jedenfalls bemüht sein, Sie von all diesen unangenehmen und für Sie auch völlig undurchsichtigen Dingen zu verschonen. Oh, das wäre wirklich fein. Und morgen geht das zum Beispiel schon los. Da haben wir eine Aufsichtsratssitzung, um den neuen Präsidenten zu wählen. Anstelle von Mr. Dunridge. Aha. Und da Sie selbst nicht aktiv mitarbeiten wollen und ich sowieso den Vorsitz aber übernehme. Nein, ach nein, bitte nicht. Ich möchte nicht noch mehr Arbeit aufheißen. Aber ich bin das gewöhnt. Wir brauchen ja auch nicht mehr als Ihre Unterschrift hier. Darf ich das bitte mal zur Seite rücken? Bitte schön. Danke. Eine Vollmacht. Sehen Sie? Sir Charles, gestatten Sie mir eine einzige Frage? Quatsch. Gestatten Sie. Fragen Sie ihn doch. Ja, nämlich, worum geht es hier eigentlich? Natürlich, bitte. Das will ich Ihnen gerne erklären. Also... Mrs. Thursday verfügt über eine gewisse Aktienmajorität in unserer Gesellschaft. Und dieses Schriftstück gibt mir nun die Vollmacht, an Ihre Stelle zu stimmen. Ganz einfach. Ach, Sie wollen für mich stimmen? Gut. Aber... Danke. Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte. Nicht unterscheiden. Darf ich? Nein. Bitte sehr. Also doch. Hab ich mir's doch gedacht. Da bin ich hier gerade noch rechtzeitig gekommen. Mrs. Thursday hat bereits eingewilligt. Aber noch nicht unterschrieben. Mrs. Thursday, ich bin Joe Lever, der andere der beiden Vizepräsidenten der Dunridge-Gruppe. Ich möchte 25% Ihres Aktienkapitals erwerben. Für einen angemessenen Preis natürlich. Um damit den Konzern zu kontrollieren. Genau, was Sie auch vorhatten.
Nur ohne einen Penny dafür zu zahlen. Ach, Sie wollen also auch für mich stimmen? Wie bitte? Ich wundere mich ein bisschen, Charles. Das heißt, ich hatte ja eigentlich gar nichts anderes erwartet. Mr. Thursday, Sie werden die 25% doch abstoßen. Ich meine, verkaufen. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt... Ich stimme ja für Sie. Also verkaufen Sie sie mir. Sie haben doch gar nicht das Kapital. Ich kann es jederzeit flüssig machen. Die beiden sind doch völlig durcheinander. Mrs. Thursday, mein Anwalt wird in 10 Minuten hier sein. Also und alles Sie da. Irgendetwas über eigenes Unternehmen... Schluss, bitte lassen Sie Schluss, nicht... Schluss jetzt mit den Streitereien. Entschuldigen Sie bitte. Aber es doch wirklich wahr. Vor ein paar Tagen ist Mr. Dunnerchest gestorben. War mein Freund, Ihrer war es auch. Und da kommen Sie hierher und fuchteln mir andauernd mit diesem Papier vor der Nase herum und versuchen, sich gegenseitig übers Ohr zu hauen. Meine Herren, ich glaube kaum, dass Mrs. Thursday heute in der Verfassung und in der Stimmung ist, Entscheidungen zu treffen. Schön. Werden wir eben die Aufsichtsratssitzung um einen oder zwei Tage verschieben? Sie haben aber schnell geschaltet, Tante. Wie meinen Sie, Herr Charles? Na kommen Sie. Man soll doch jede Gelegenheit wahrnehmen, sich zu verbessern. Und Finanzberater bei ihr ist keine schlechte Sache. Vielen Dank, Sir. Dann lassen Sie mal das ewige Sir. Das ist doch nun jetzt wirklich nicht mehr angebracht. Oder? Genau. Wir sind ja sozusagen jetzt Geschäftspartner. Es geht doch erst einmal darum, dass Mrs. Thursday Hilfe braucht. Sie ist sozusagen auf uns angewiesen. Da wird sich zweifellos manche lukrative Möglichkeit ergeben. Auch für Sie, Hunter. Und wenn wir uns alle drei bemühen und uns zusammentun, dann wird Mrs. Thursday bestimmt richtig beraten sein. Eben. Sie sind doch intelligent, sieht man doch auf den ersten Blick. Sehr freundlich, Sir. Man muss sie überzeugen, was sie zu tun und zu lassen hat. Das wäre dann sozusagen ihr Ressort. Sie verstehen doch? Ich denke ja, Sir. Na wunderbar. Es ist einfach eine Sache gegenseitigen Vertrauens. Dankeschön. Danke, Hunter. Wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen? William, Sir. Oh, Shakespeare, der Dichter. 500? Ja, ja, ich würde auch sagen. So. Betrachten Sie das lediglich als ein Zeichen unseres Vertrauens. Danke. Als eine kleine Aufmerksamkeit zwischen Freunden. Vielen Dank, Sir. Ich bin Ihnen sehr verbunden, Gentlemen. Wir hören voneinander. Sobald sich irgendetwas tut, melden wir uns. Wiedersehen, William. Wiedersehen. Sehr wohl, Sir. Ich möchte jetzt nach Hause. Ja, ich bin müde. Ich bin fertig. Wollen Sie denn nicht hier schlafen? Was? Ich schlafe doch nicht in so einem Museum. Ach, klemmt immer. Ich will nach Hause. Da ist wenigstens gemütlich. Gut, dann hole ich den Wagen. Nein, nicht wieder telefonieren. Ich nehme den 21er. Ach, jetzt geht das schon wieder los mit dem Telefon. Bates, bitte den Wagen für Mrs. Thursday. Warum sollen wir ihn nicht benutzen? Dazu ist er ja da. Haben Sie was? Ich? Nein. Wieso? Wie finden Sie denn diesen Bagger und diesen Lever? Sie meinen Sir Charles? Ja. Und Mr. Lever? Sie meinen es gut mit ihnen? Ja? Ja, sehr gut. Haben die noch was von Ihnen gewollt? Von mir? Nein. Nichts. Wieso? Aber Sie halten doch zu mir, nicht? Sie lassen mich doch nicht im Stich. Denn sonst wäre ich ja wirklich völlig aufgeschmissen. Wissen Sie, was die da eben von den Vollmachten geredet haben? Da kennt sich doch kein Schwein mit aus. Ich mach das schon. Mrs. Thursday. Wie sind denn Ihre Wünsche? Habe ich Ihnen doch schon gesagt, so ein Persianer, so ein Schwarzen. Das wäre was. Sehen Sie, morgen gehen wir einen kaufen. Na sagen Sie, sind Sie wahnsinnig geworden? Kostet doch ein Vermögen. 200 Pfund mindestens sogar. Da bleiben auf Ihrem Konto immerhin noch 9.999.800 Pfund. Trotzdem, das wäre Verschwendung.
mir scheint, eine Voraussetzung haben Sie schon zum Millionär. Welche denn? Den Geiz. Da kommen wir doch zur Willistenlehen. Können wir da nicht halten? Bei Krassow? Aber natürlich Krassow. Krassow? Ja. Riecht das hier gut? Bitte auch, je zweimal, ja? Ja, aber... Ich lade Sie doch natürlich ein. Aber ich bitte Sie. Wir sind ja schon da. Und ich kann glatt noch eine Portion vertragen. Die nicht auch? Prima. Ja. Ich bringe die natürlich zur Tür. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Haben Sie mal vielleicht ein Taschentuch? Danke. Fisch in einem Rolls Royce. Kann ich noch was für Sie tun? Nö, nicht, dass ich wüsste. Wie weit ist es eigentlich nach Mertenhall? Mal so, circa 3/4 Stunde mit dem Wagen. Warum? Ja, würde so gerne mal hinfahren. Na ja, wie wär's nächsten Sonntag? Na, Sie sind wirklich prima, sage ich Ihnen. Prima. Haben Sie eigentlich inzwischen was gehört, was Mertenhall abgerissen werden soll? Nicht, dass ich wüsste. Weil doch Mr. Dunridge damals gesagt hatte. Na ja, ich danke Ihnen noch schön für den Tag. Wiedersehen. Mein Taschentuch. Oh, entschuldigen Sie. Ich nehme Ihnen das ab, das ist nämlich so fett. Also, Wiedersehen. Bis morgen. Wiedersehen, Mrs. Thursday. Wo ist denn Mrs. Thursday hin? Da rein. Zu dumm. Mrs. Thursday? Ja? Ach, da sind Sie ja, Madam. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich war nur eine Sekunde weg, gerade als Sie kamen. Ja, ich wollte Ihnen nur meine Sachen übergeben. Ach ja. Hier, das ist Ledertuch und 2 Staubladen habe ich noch in der Wäsche. Aber selbstverständlich, Madam. Das haben Sie ja nun alles endgültig hinter sich. Und das werden Sie wohl auch kaum noch brauchen. Na, man kann nie wissen. Ich nehme an, Sie wollen jetzt ungestört sein, Madam. Ich sorge dafür, dass Sie putzen verschwinden. Sie erlauben. Bitte lassen Sie das jetzt. Sie können ja später weitermachen. Nein, die können ruhig zu Ende machen. Es stört mich nicht. Aber natürlich, Madam, ganz wie Sie wünschen. Na, du machst schon und fummelt nicht zu lange rum. Na, Edel Sevi? Na, hört mal. Na, ich will doch nicht, dass auf einmal alles anders zwischen uns wird. Wieso denn? Ich glaube, das langt, Sevi. Zeit für eine Tasse Tee ist auch schon. Ich hoffe, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit, Madam. Nee, nicht unbedingt. Madam, Madam, hört bloß mit dem dämlichen Gequatsche auf. Was denkt ihr denn euch eigentlich? Glauben Sie vielleicht, weil Sie ein paar Millionen geerbt haben, dass... Du, halt deine Klappe! Hör dir das an, Sylvie. Halte Klappe. Dabei habe ich kein Sterbenswörtchen gesagt. Du, ich lass mich doch von dir nicht auf den Arm nehmen. Die Mühe werde ich mir gar nicht machen. Du, jetzt klebe ich dir aber gleich eine. Dass ich nicht lache. Du? Und wer noch? Menschenskind, du mach keinen Quatsch. Sag mal, was habt ihr denn da dauernd? Was hab ich euch gesagt? Kommt her, um anzugeben. Lüge. So, warum denn sonst, hä? Also, wenn du das nicht gemerkt hast, dann tust du mir vielleicht leid. Du kommst lustig mit der Tour. Auch noch beleidigt, ja? Hab gedacht, ihr freut euch mit mir, ja. Aber das war wohl ein großer Irrtum, ja. Ja, ich denk, wir wollen Tee trinken. Ja, wollen wir. Also los, mach schon. Wow. Na klar. Danke schön, ja. Jetzt sagen Sie mal, was soll das hier? Wenn man so sagt, ey. 5 Säcke, das gibt's doch gar nicht. Ganz ruhig bleiben. Das ist nämlich nur der Anfang. Dann stellen Sie mal das richtig hin. Ist was zu unterschreiben? Nein, nein, schon abgehört. Ist Mrs. Thursday da? Ja, Mr. Hunt, da oben in Ihrem Büro. Seit 6 Uhr wie üblich. 6 Uhr? Es ist halt 6 Uhr. Was macht sie denn da? Ja, Macht der Gewohnheit. Bitte sofort kommen, ja?
Dann hat er mich nach Hause gebracht im Rolls-Royce. Und da ist ein Telefon drin und ein Fernseher. Was? Ja, also ihr denkt, ich spinne. Kannst du dir alles nachher selber erlauben? Ich muss los. Mein Alter kommt vom Nachtdienst. Ach nein. Ach, du liebe Zeit. Und du hast ja sicher jetzt noch eine ganze Menge wichtiger Dinge zu erledigen. Was denn? Du, komm bitte, setz dich einmal an deinen Schreibtisch. Nein, warum? Das würde ich zu gerne. Da gibt's doch nichts zu sehen. Na, natürlich, die neue Chefin. Nein, ich finde das gar nicht. So ein kleiner, so ein großer also, Stuhl. Na, seid ihr nur zufrieden? Oh, haut bloß ab. Nur los, lass uns schon ab. Weiß eigentlich deine Tochter schon Bescheid? Mann, hab ich eine Aufregung total vergessen. Ja, dann rufst du doch mal an. Die lebt doch in Kanada, geht doch nicht. Ja, Telefone haben die da bestimmt auch. Hast du ihre Nummer? Natürlich, Mensch, das kostet doch ein Vermögen. Naja, also die Firma wird's verkraften. Ja, da hab ich's. Ja, prima, los. Welches Telefon soll ich benutzen? Du nimm das weiß ich, glaube, das hat der immer benutzt. Da musst du eine Null vorwählen oder so. Hallo? Entschuldigen Sie bitte, ja, hier ist Mrs. Thursday. Könnten Sie mir mal meine Tochter Pat geben? Na klar habe ich die Nummer. Ja, also bitte, Hamilton, Kanada. Die Nummer ist 231-4590A. Oh, danke schön. Vielen Dank. Das machen die wirklich. Na ja, jetzt bist du reich. Siehste, das kannst du als Putze nicht machen. Aua, Edel. Los, hau ab, sonst kriegst du wirklich Krach mit deinem Ohren. Guten Morgen, Mrs. Thursday. Guten Morgen. Na, Mr. Hunter? Ich habe sie abholen lassen, aber Beth stand vor der verschlossenen Tür. Tja, was soll man machen, wenn man jahrelang um 5 Uhr morgens aufsteht? Morgen, Mr. Thursday. Tag, Hunter. Geht's denn so? Morgen, Mr. Thursday. Hallo, so früh schon heute? Level. Morgen. Da Sie gestern schon so müde waren, wollten wir Sie heute Morgen eigentlich nicht so zeitig bemühen, Mrs. Thursday. Es gibt da allerdings ein oder zwei Punkte, die wir unbedingt diskutieren müssen. Es ist vor allem diese Unsicherheit. Mhm. Alle sind etwas nervös, die Banken, die Börsen, ebenso wie unsere Geldgeber und Aktionäre. Ja, aber Sie auch. Begreiflicherweise. Vielleicht, gewissermaßen. Sehen Sie, Sir Charles und ich, wir haben uns so weit geeinigt, dass er den Posten des Generaldirektors übernimmt, während ich als Vorsitzender im Aufsichtsrat tätig sein werde. Alles, worum wir Sie bitten möchten, ist Ihre Unterstützung dafür bei der Aufsichtsratssitzung. Also, wie gesagt, nicht mehr und nicht weniger. Aha. Und noch etwas. Es gibt da ein großes, unrentables Grundstück, das wir zu sehr günstigen Bedingungen abstoßen sollten, Mrs. Thursday. Haben Sie es eigentlich mit dem Magen? Hä? Mit dem Magen? Kaum der Rede wert. Sehen Sie, Mrs. Thursday, dieses Grundstück... Sagen Sie, wie kommen Sie eigentlich auf meinen Magen? Na, kenne ich noch von meinem verstorbenen Mann. Dem habe ich das auch immer angesehen. Wollen wir denn jetzt nicht endlich unsere geschäftlichen Dinge erledigen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Sagen Sie mal... Was ist denn mit dem Magen? Wie kommen Sie darauf? Na, hab's immer in den Augen angesehen. Die Ränder wurden doch immer rot und innen ganz wässrig. Ganz sicheres Zeichen. Kommen Sie mal her. Sie, Sir Charles, kommen Sie doch mal. Nehmen Sie mal die Brille runter. Hier, sehen Sie mal. Die Ränder, nicht? Die sind doch ganz rot. Und da innen, entschuldigen Sie mal, ja? Hier, bitte. Ist doch wässrig. Tatsächlich? Ja. Ist doch lächerlich. Sie schlingen bestimmt das Essen runter. Das sollten Sie aber nicht. Wir sprachen vom Vorsitz im Aufsichtsrat, Mrs. Thursday. Aber vielleicht können wir das dort sitzend abmachen, bitte sehr. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Sehr. Soll ich Ihnen morgen dafür was mitbringen? Ja? Dr. Debricks, indische Kräutermischung. Hat meinem Bert immer sehr geholfen. Also bis zum Schluss. Ja, bitte sehr. Sehr liebenswürdig. Welche Packung soll ich bringen? Gibt nämlich zwei davon. Also eine zu 2,09 Schilling und eine zu 4,07. Also das überlasse ich ganz Ihnen. Natürlich die größere, ist doch viel preiswerter. Dreimal so viel drin. Mrs. Thursday, dürfen wir denn eigentlich auf Ihre Unterstützung rechnen? Ja. Ja, bitte. Für Sie, Mrs. Thursday, aus Kanada. Pat, meine Pat! Sie können doch hier. Da? Wieso? Aber ich hab's doch da angemeldet. Sie können hier auf dem Privatapparat sprechen. Nee, möchte lieber da, auf dem Weißen. Hallo? Hallo? Pat! Pat, mein Liebling, hier ist Mami. Ja, wie geht's dir denn? Und David? Och,
Du, das ist schön. Mir? Ach, mir. Was ist? Ja, mir ist was ganz Schreckliches passiert. Du, ich hab den Dannridge-Konzern geerbt. Nein, aber ein Teil davon. Bin nicht krank, bin ganz gesund. Hören Sie mal zu, Hunter. Wir müssen der Frau klar machen, dass sie keine Würstchenbude übernommen hat. Hier müssen Entscheidungen getroffen werden. Ja, vielleicht sollten Sie ihr etwas mehr Zeit lassen. Wieso Zeit lassen? Wir sind doch gestern übereingekommen, dass Sie uns helfen wollen. Wir erwarten, dass Sie etwas unternehmen. Ja, das stimmt natürlich, meine Herren. Aber ich habe über alles noch einmal gründlich nachgedacht. Ja, und? Tja, und da bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich gar nicht stimmt, dass jeder seinen Preis hat. Was soll denn das? Ja, soll das etwa heißen, dass Sie das Geld nicht haben wollen? Ganz recht. Sir Charles, Mr. Lever, wir sehen uns beim Essen. Entschuldigen Sie mich bitte. Haben Sie sowas schon erlebt? Lass mich die Verhandlung führen. Warum du? Eine Frage des Taktes. Ich bin nicht bei der, die versteht doch sowieso immer nur Bahnhof. Genau. Man wird bloß nicht zu fein. Also ich verlange klipp und klar, was mir zusteht. Ein Teil Ihrer Post, Mrs. Thursday. Aber mein Gott, die kann ich doch nicht alles selbst beantworten. Das machen wir, Mrs. Thursday. Ich habe dafür ein paar Leute eingestellt. Falls Sie irgendetwas diktieren wollen, drücken Sie einfach auf diesen Knopf. Bitte auf welchen? Auf diesen. Ja. Und hier sprechen Sie hinein. Mach ich. Gut, mach ich. Liebe Mrs. Thursday, Sie sind jetzt der ganz große, wie heißt das? Glückspilz. Bestimmt vergessen Sie ja nun auch nicht die Sorgen von anderen Leuten. Mein Mann hat mit viel Fleiß ein kleines Haus für uns gebaut, alles selber gemacht. Nun fehlen aber nur noch 250 Pfund für das Dach. Ich denke, dass Sie uns das geben. Komisch, lesen Sie mal, ja? Die anderen werden so ähnlich sein. Sehr geehrte Mrs. Thursday, ich habe von Ihrem großen Glück in der Zeitung gelesen und komme heute sofort mit der Bitte, diesen unverhofften Segen nun auch mit mir zu teilen. Komisch. Keiner freut sich mit mir. Alle wollen nur Geld. Sie haben jetzt gut lachen. Nee. Nee, das stimmt nicht. Ich war auch immer so zufrieden. Man muss nur die richtige Einstellung haben zum Leben. Hören Sie mal, Sie haben den Dannridge-Konzern geerbt. Nun geben Sie mir aber auch mal was ab. Sehen Sie, so einen Brief hätte ich noch nie geschrieben. Ja? Entschuldigung, aber die drei ehemaligen Frauen von Mr. Dannridge möchten Sie sprechen. Gut. Alle drei? Die kommen immer gebündelt. Aber besser, Sie bringen es hinter sich. Aber können Sie denn das nicht für mich tun? Was soll ich denn machen? Laut Testament haben Sie für die drei zu sorgen. Na, dann gute Nacht. Dann lass mal die Wanne rein. Ist gut, Mrs. Thursday. Wie bitte? Na, Sie sollen sie reinlassen. Ach, ich verstehe. Bitte schön. Oh, liebe Mrs. Thursday. Hätten Sie mal etwas zu sorgen. Aber bitte setzen Sie sich. Nein, bitte. Sie können doch Ihr Schreibtisch. Wir wollen Sie nicht also, ich verdrängen. Liebe Mrs. Thursday, es wird das Beste sein. Wir setzen uns immer diese Volkswelt vortragen. Jetzt halt doch endlich mal den Mund. Du siehst ja, sie will was sagen. Oh, sie will was sagen. Nee, eigentlich nicht. Wollte ich nicht. Was soll ich denn sagen? Ja. Also, zuerst möchte ich mal sagen, ich habe ja gar nicht gewusst, dass mir Ihr Mann, entschuldigen Sie bitte, ich meinte, Ihr ehemaliger gemeinsamer Gatte, das ist ja auch vielleicht falsch. Also, ich habe jedenfalls nicht gewusst, dass Ihre drei Männer, das ist ja auch vielleicht Blödsinn, also ich meine jedenfalls, dass der mir das ganze Geld hinterlässt. Ach, es hätte keiner liebenswerteren Frau zukommen können. Hallo. Wieso, was ist denn? Nichts. Entschuldige, ich wollte Sie überhaupt noch was fragen. Was arbeiten Sie denn so eigentlich alle? Ich meine natürlich jeder einzeln von Ihnen. Arbeiten? Meinen Sie vielleicht unsere gelegentliche Mitarbeit bei Wohltätigkeitsveranstaltungen? Nee, meine richtig arbeiten, mit Geld verdienen. Also, ich arbeite nie. Wovon leben Sie denn? George hat uns eine ganz passable Summe ausgesetzt.
Das werden Sie ja jetzt erst so richtig verstehen können. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was Sie haben. Wie viel war's denn? Also ich hatte 6.000 Pfund im Jahr und einen Wagen. Verzeihung, 5.000 Pfund und keinen Wagen. Ach was, waren es 5.000? Ja, Und die beiden anderen Damen hatten genau das Gleiche. Was macht denn das in der Woche? Circa 100 Pfund. Was? Jede 100 einzeln in der Woche? Ja, Mrs. Thursday. Na, hören Sie mal. Das sind ja 80 Pfund, nur um so auf den Kopf zu hauen. No? Na, das hat ja nicht mal ein Mann im Monat und der hat Familie. Die meisten Männer haben ja auch nicht so einen Betrieb auf die Beine gestellt wie Mr. Dunridge. Blödsinn, wir reden hier von Männern. Ja, Sie doch eben. Nein, ich habe doch nur gemeint, wenn Sie Männer wären, dann hätte... Ach, ist ja alles Quatsch. Kommen Sie mal. Unmöglich. Und wie viele Kinder in der Woche? Nein. Nein, das gebe ich nicht. Kommt nicht in Frage. Nein. Also, geht mir zwar leider über die Hutschnur, aber was soll ich machen? Ich werde weiterzahlen. Ich werde es wirklich nicht verstehen, ne? Bleibt mir nichts anderes übrig. Grandios! Sie sind ein Schatz. Auf die paar Pfund kommt es ja doch nicht an bei dem Vermögen. Ja, einen Moment, aber ich habe noch eine Bedingung. Sie müssen sich alle einen Job suchen. Was? Arbeit. Ich kann überhaupt gar nicht arbeiten. Ich denke nicht dran. Und ich setze mich doch nicht in ein muffiges Büro. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie überlegen sich das. Und wenn Sie von mir Geld haben wollen, dann rufen Sie mich an. Klar? Aber bitte, Mrs. Thursday, sehen Sie, es ist doch... Also jetzt kein Gerede mehr. So, auf Wiedersehen. Das ist einfach so eine freche Person. Ja, besser, wie wir nicht hierher gekommen. Sie lachen. Also ich finde das ja ein Trauerspiel. Entschuldigung, Mrs. Thursday, aber wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Ihre Sorge, was Sie mit den Damen machen sollten, schien mir unbegründet. So, schien Ihnen das? Ich weiß nicht, sind wir denn jetzt nicht bald fertig? Draußen scheint die Sonne. Um diese Zeit, da hatte ich immer meine zweite Teepause. Aber natürlich, gewiss, wie Sie wünschen. Oh Gott, heute ist doch Mittwoch, muss ich doch zum Fleischer, esse ich doch immer Kotelett. Ja, wollen Sie denn den Lunch nicht hier einnehmen, Mrs. Thursday? Wieso, ich soll hier? Hier in dem Laden soll ich essen? Ich würde sagen, ja. Ach, die Küche soll vorzüglich sein. Und wenn Sie ein Kotelett wünschen, werden wir es Ihnen besorgen. Oh, bitte. Mrs. Thursday wird um 12.45 Uhr zum Lunch oben sein. Sie hätte gern ein Kotelett. Moment. Lamm, Schwein oder Rind? Lamm natürlich. Lamm. Aber einen Moment, Sie sollen das bei Charlie White kaufen in der Stanley Road. Mrs. Thursday wünscht ihr Kotelett von Charlie White in der Stanley Road. Ach so. Wieso, was ist denn? Die Wirtschafterin meint, sie bezieht alles von Smedley und Shaw in Knightbridge. Aha. Entschuldigen Sie, hier ist Thursday. Sagen Sie, das interessiert mich. Was zahlen Sie da bei Smedley und Shaws? Shaw. Was zahlen Sie denn da für ein Pfund Lammkotelett? Na bitte, das habe ich mir doch gedacht. Wetten, die können denen von Charlie White nicht das Wasser reichen und noch 9 Pence Billard. Also tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie zu Charlie, bestellen Sie einen schönen Gruß von mir und dann sucht das beste Stück raus. Gut, Wiedersehen. Also bitte, habe ich mir doch gedacht. 7 Schilling nehmen die anderen für einen Pfund Lammkotelett. Na, ein Glück, dass ich hier gelandet bin. Sonst wäre der Laden in 3 Wochen pleite. Sehr wohl, Mrs. Thursday. Wo bleibt sie denn? Ach, sie müsste eigentlich schon da sein. Ich nehme an, sie wird jeden Augenblick kommen. Länger können wir nicht mehr warten. Wenn sie jetzt nicht irgendeine Antwort gibt, müssen wir was unternehmen. Was denn, die Rationalisierung? Auch, aber vor allem die Sache mit Merton Hall. Ich weiß nicht, ob wir dazu die Vollmacht haben. Erstens sind wir immer noch Vizepräsidenten. Zweitens ist der Vertrag so kompliziert, dass sie da nie durchfindet. Die Papiere sind einfach unterzeichnet, bestätigt und aus dem Haus, ehe sie das überhaupt mitkriegt. Ja, Sie haben vollkommen recht. So kann das wirklich nicht weitergehen. Immerhin stehen da alle 1 Million Pfund auf dem Spiel. Wen sagen Sie das? Was haben Sie denn? Bord. Bord? Das ist genau das, was ich nicht will. Ja, also sie muss sich jetzt entscheiden. Und wenn sie nicht endlich mitzieht, riskieren wir es einfach. Hallo. Entschuldigen Sie, Mrs. Thursday. Dass ich Sie habe warten lassen. Aber gar nicht, keinesfalls. Was möchten Sie denn trinken? Was darf ich Ihnen anbieten?
Auch Alkohol? Nee, eigentlich nicht. Nee, höchstens Weihnachten oder Silvester. Da nehme ich mal so eine halbe Flasche Portwein zur Brust. Das ist hübsch hier gedeckt. Sehr hübsch. Wo ist denn Mr. Hunter? Auf dem Weg nach oben, Madame. Herrliches Silber, nicht? Ja, ja, sehr hübsch. Das habe ich das manchmal verflucht. Wie bitte? Ha, putzen Sie mal Silber. Ich sage Ihnen, da ärgern Sie sich klar. Entschuldigung, ich hatte noch ein wichtiges Telefonat. Ja, ich habe gehört mit Ihrem Buchmacher. Auf was haben Sie gesetzt? Domino, Ziel und Lauf. Warum nicht auf Rose of Trails? Der hat doch überhaupt keine Chance. Na, ich verstehe ja nichts davon. Wenn ich mal setze, dann richte ich mich nur nach Namen. Und Rose of Trails gefällt Ihnen? Ja, ist doch der Name von dem Lied, das bei meiner Hochzeit gespielt wurde. Kennen Sie es? La, 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 la. Die Suppe, das ist thirsty. Selbst. Darf ich? Dankeschön. Ja, was soll ich das sagen? Ja. Ich habe nicht wenig Appetit heute. Danke, Mary. Ich wünsche Ihnen was. Danke. Darf ich mal um den Toast bitten? Oh, die Suppe ist aber gut. Wie Sie wissen, gibt es einiges, worüber wir uns vor der Aufsichtsratssitzung noch abstimmen wollen. Was denn? Geschäfte bei der Suppe? Nö. Dann warten wir eben bis zum Fleisch. Hm. Ob Fleisch oder Suppe, das verträgt kein Magen, auch meiner nicht. Ah, haben Sie es auch mit dem Magen? Hm. Das hätten Sie wohl gern. Telegramm für Sie. Für mich? Telegramm? Also das hasse ich. Bedeutet nie was Gutes. Bitte, bitte, meine Schwester kommt mit ihrem Mann aus Yorkshire. Was habe ich gesagt? Telegramme. Aber wir haben doch für morgen früh die Aufsichtsratssitzung angesetzt. Ja, das geht ja nur nicht. Das haben Sie doch gehört. Es ist Thursday. Hm? Wir können doch nicht einfach alle Entscheidungen aufschieben. Na wieso? Die kann doch nicht alleine bleiben, wenn sie kommt. Oh, bitte. Sieht man doch gleich. Weich wie Butter. Nicht wie die alten Gamlien-Schwarten von Smedley und Shaw. Sie haben doch wohl hoffentlich nur die eine Schwester. Ja, aber die ersetzt die ganze übrige Familie. Weich wie Butter. Jarvis. Jarvis? Ist gut. Ich bin die Schwester von Mrs. Thursday. Ach, und jetzt haben Sie vielleicht die Freundlichkeit und melden, dass wir da sind. Mrs. Thursday ist leider nicht zu Hause, Madam. Was? Na, hören Sie mal. Also, zu Hause ist sie schon, aber nicht hier, sondern daheim. Was ist das? Die Sache ist so, Mrs. Thursday ist daheim, wenn sie von zu Hause weggeht. Also, schlafen tut sie daheim und morgens kommt sie dann nach Hause. Wie ist denn da, bitte? Ach, da ist ja Mr. Hunter. Der kann Ihnen das besser erklären. Gestatten Sie, ich bin die Schwester von Mrs. Thursday. Madam. Nun komm doch her. Und das ist mein Mann. Da, Sir. Sind Sie vielleicht informiert, wo sich Mrs. Thursday jetzt aufhält? Sie ist in der Fuller Street. Sie dachte wohl, Sie kämen dorthin. Was? Soll das heißen, dass sie immer noch in der Fuller Street wohnt? Ganz recht. Ich war gerade auf dem Wege zu ihr. Ach, könnten wir da vielleicht mitkommen? Ich möchte Sie so schnell als möglich sehen. Weiß Gott, wie sie mit allem fertig werden soll, ohne mich. Bisher war Mrs. Thursday ihre Aufgabe bemerkenswert gut gewachsen. Zuerst müssen wir sie mal aus dieser schrecklichen Wohnung rauskriegen. Vielleicht will sie gar nicht umziehen. Red doch nicht solch einen Unsinn. Keine normale Frau bleibt in so einem miesen Loch wohnen, wenn sie ein solches Haus in Mayfair hat. Aber das muss sie doch schließlich selber wissen.
Ja, aber wenn sie zu schwerfällig dazu ist, kümmere du dich nicht um andere Leute Angelegenheiten. Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die dauernd ihre Nase in Dinge hineinstecken, die sie überhaupt nichts angehen. Welche Stellung nehmen Sie eigentlich hier ein, Mr. Hunter? Ich bin Mrs. Thursdays persönlicher Geschäftsberater. Aha, seit sie das viele Geld hat. Ganz recht. Mrs. Thursday setzt ein gewisses Vertrauen in mein Urteil. Ja, das kann ich verstehen. Danke. Dass sich da mal benachrichtigt hat, wenn man schon einen Fachmann in der Familie hat. Ah ja, tatsächlich. Nach Ihnen, Madame. Ja, mein Mann arbeitet seit 25 Jahren in einer Bank. Aber an der Kasse, Liebes, an der Kasse. Genau. Und wer hat mehr mit Geld zu tun als der Mann an der Kasse? Es ist doch naheliegend, dass mein Mann jetzt Geschäftsberater wird. Das hat natürlich keineswegs etwas mit Ihnen zu tun, Mr. Hunter. Natürlich keineswegs. Werden Sie lange bleiben? So lange, bis meine Schwester sich in diesem Durcheinander zurechtgefunden hat. Ich könnte ihr nie mehr in die Augen sehen, wenn ich sie jetzt im Stich ließe. Verstehe. Haben Sie schon andere aus unserer Verwandtschaft gemeldet? Mir ist nichts bekannt. Dann sind wir also die Ersten? Ja, und ich hoffe auch von ganzem Herzen, dass Sie die Ersten, Verzeihung, natürlich die Letzten sein werden, die Mrs. Thursday wieder verlassen. Oh, Schwanzi, nein! Ist das eine Überraschung? Und Dick, also wirklich, keinen Tag älter geworden. Stimmt's? Er ist ja auch in guten Händen, ne? Ja. Und in festen Händen. Ja, ich weiß, ja, kommt doch erst mal rein. Kommt! Nun zieht euch doch aus. Ich sollte doch wohl besser wieder ins Büro, Mrs. Thursday. Ja, aber ohne mich, ja? Ich bleib zu Hause. Ich kann mich noch nicht so schnell daran gewöhnen. Wie Sie meinen. Danke. Aber geh du doch mit, hm? Alice hat bestimmt nichts dagegen. Aber sicher nicht, nee. Geh doch mit, sieh dir doch mal alles an. Nicht nur ansehen, Alice, das reicht ja nicht. Er soll sich ja schließlich einen Eindruck verschaffen von unserem Konzern. Ach so, so ist das. Ja, wenn du Lust hast, geh wirklich mit. Aber wir sind doch gerade erst angekommen. Ja, nun geh schon. Meinst du wirklich? Ja, ich meine. Also bitte, wenn ihr wollt. Feiner Kerl, nicht? Prima. Aber ja. Na, Hunter, weiß gar nicht, wie ich es ohne den schaffe. Na, hoffentlich irrst du dich da nicht. Wieso? Du traust ihm doch blind. Na, muss ich doch. Versteh doch nichts von all dem Kram. Mensch, hast du dich schick gemacht. Gefällt's dir? Sag mal, kannst du hier überhaupt reinsehen? Du bist doch nicht mal so groß wie ich. Was? Der Spiegel? Och, der hängt ja nur zur Zierde da. Der Richter ist doch im Badezimmer. Guck mal, süß. Ja, lieb. Hab ich mir neu angeschafft. Komm doch mal. Will gerade eure Betten beziehen. Was? Na, du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir hier bleiben. Was? Na, hör mal. Mach doch keine Arbeit für mich. Ist doch eine Freude, euch da zu haben. Ach so. Aha. Du willst also nicht, dass wir drüben wohnen. Wieso drüben? Ach, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Schon gut. Der Hunter und deine anderen feudalen Freunde gehen drüben in der Villa ein und aus und die poplige Verwandtschaft soll in diesem Loch hier wohnen. Wieso? Willst du denn drüben lieber wohnen? Na, hör mal, da fragst du noch. Ich halte es auf alle Fälle für angemessener. Ich habe auch das ganze Gepäck drüben gelassen. Na, wenn das deine einzige Sorge ist. Aber über eins musst du dir im Klaren sein. Wenn du darüber ziehst, dann bist du allein. Ich zieh nicht mit. Ich bleibe in meiner Wohnung. Hm? Ja, was ist denn? Ethel, du? Was ist denn los? Na, Gott sei Dank. Ich bin nur rasch vorbeigekommen, um dir zu sagen, dass sie Merton Hall abreißen wollen. Das ist doch nicht dein Ernst. Heute Morgen entdecke ich den Brief da. Zeig mal. Im Papierkorb von Sir Charles. Ich habe Merton Hall gelesen, da habe ich ihn einfach mitgenommen. In einem Monat müssen die Alten raus. Das Grundstück soll verscheppert werden an anderes Unternehmen. Du sag mal, ich werde nicht mehr. So eine Gemeinheit, die alten Omas und Opas einfach vor die Tür zu setzen. Also Mensch, ich sagte, du bist ein Schatz, dass du gekommen schon bist. Gut. Dank dir schön. Ja, ich wusste ja, dass dir das wichtig war. Also, bye, Alice. Das geht doch einfach zu weit. Um sie jetzt zu bestellen und danach noch warten zu lassen. Joe, wir müssen ihr sagen, dass wir den Unsinn nicht länger mitmachen. Diesmal treten wir ihr auf die Zehen.
Guten Morgen, Mrs. Thursday. Guten Morgen. Wir haben bis jetzt jede Menge Geduld aufgebracht, aber irgendwann ist Schluss. Ja, Schluss, aus und vorbei. Bitte setzen Sie sich, ja? Mrs. Thursday. Bitte setzen Sie sich erst mal. Ich habe Ihnen nämlich auch was zu sagen. Und ich kann einfach nicht reden, wenn Sie da immer so um mich rumstehen. So, bitte, Hunter. Ja, Sir Charles, haben Sie dem Komitee von Merton Hall eine Kündigung geschickt? Was interessiert mich jetzt Merton Hall? Ja, ich hätte es aber trotzdem gern gewusst. Ja, ich glaube schon, soviel ich weiß. Es ist ein wertvolles Grundstück, aber natürlich nicht für uns. Wenn wir es bei der momentanen Marktlage abstoßen, machen wir eine glatte Million. Wahrscheinlich noch mehr. Und? Warum hat man denn das nicht früher schon verkauft? Weil Mr. Dandridge es nicht wollte. Sehen Sie, der wollte, dass die alten Leute ihren Platz behalten und wissen, wo sie hingehören. Mrs. Thursday, wir sind ein Industrieunternehmen und kein Wohltätigkeitsverein. Und wenn wir aus einem Geschäft eine Million herausschlagen können... Dann ist halt der Verstand im Eimer. Oh, Entschuldigung. Also ich muss doch sehr bitten. Dann denken wir an unsere Verpflichtungen den Aktionären gegenüber. Und daran sollten Sie auch gelegentlich einmal denken. Aber an Ihre Verpflichtungen den alten Leuten gegenüber, da denken Sie nicht. Die werden anderswo unterkommen. Sagen Sie mal, wissen Sie, was das kostet? Darf ich? Für mich auch, bitte. Sie, Ihr Magen. Nun, können Sie denn irgendeine vernünftige Alternative vorschlagen? Mr. Dandridge wollte, dass Merton Hall so bleibt, wie es ist. Ja, damals schon, aber heute würde er genauso handeln. Was glauben Sie denn eigentlich, wie der sein Geld gemacht hat? Es tut mir leid, Mrs. Thursday, aber in diesem Punkt müssen wir hart bleiben. Genau. Und wir wissen auch, dass die Herren vom Vorstand uns unterstützen werden. Und wenn ich einfach Nein sage? Dann werden Sie überstimmt. Wieso? Ich habe doch die meisten Aktien. Können die mich denn überstimmen? Sie haben 40%. Aber wenn Sir Charles und Mr. Lever die anderen 60 auf ihre Seite bekommen? Worauf sie sich verlassen können. Kein Aktionär lässt es sich entgehen, bei einem Millionengewinn dabei zu sein. Was werden Sie also tun? Was man da so tut. Merton Hall an den Meistbietenden abstoßen. So ist es. Tja, Mrs. Thursday. Wir haben Sie gewarnt. Hier wird nicht gebohnert. Auch nicht Staub gewischt. Hier wird Kapital umgesetzt. Wenn Sie sich etwas davon versprechen, eine Vorstandssitzung einzuberufen, sagen Sie uns Bescheid. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie ich bereits sagte, hier sind nicht die Caritas. Eins zu null. Jetzt lassen Sie sich mal was einfallen. Aha. Und der andere? Sir Charles. Hast du gehört? Ein Sir und Vizepräsident. Und der dritte im Direktorium bist dann du. Ich? Ja, als Finanzexperte. Und ich übernehme das Haus und so. Oh, hallo, Spatzi. Hallo, Dick. Gleich, Mr. Hunter. Kommen Sie doch mal, ja? Augenblick. Dass du mir jetzt ja einen guten Eindruck machst, hörst du? Wann gibt's hier endlich was zu essen? Also tun Sie mir einen Gefallen, erledigen Sie das. Und das Essen lasse ich Ihnen warm stellen, ja? Kinder, das tut mir aber leid. Hunter kann nun doch nicht mit uns essen. Aber wir, ich habe ja Kohldampf. Komm, Appetit, wolltest du sagen? Kohldampf, habe ich gesagt. Und ich erst. Oh, das ist aber nett von Ihnen. So, geben Sie mir. Dankeschön. Danke, so, Madame. Nimm dir das mal. Ja, komm, nimm dir mal was. Warum macht die das denn nicht? Dafür ist die doch da. Quatsch, ist doch viel gemütlicher. So. Danke. Hier, stell das mal nach hinten. Das ist für Hunter. Hier, gib mal her. Willst du einen Toast? Ja. Weißt du, wofür hast du denn deine Leute eigentlich? Meine Leute, hier. So, okay. Nimm mit. Wo ist die Butter? Hier. Danke. Dick meinte, er könnte vielleicht gleich heute Nachmittag mit der Arbeit anfangen, um keine Zeit zu verlieren. Mhm. Fein. Womit denn? Na, als deine rechte Hand sozusagen. Wir müssen erst mal allen Ärger von dir abhalten. Und deshalb werde ich auch das große Haus übernehmen. Mit all diesen Dingen sollst du jetzt nichts mehr zu tun haben. Nicht, Dick? Was denn, Hunter? Soll ich an die frische Luft setzen? Hm, wer sagt denn das? Aber nein, er kann doch in seine frühere Stellung zurück. Ein solches Haus braucht sowieso einen Butler. Mhm. Find's aber schön, dass du mir helfen willst. Siehst du, Dick, was habe ich dir gesagt? Mhm. Aber... Nein, dein Angebot ist prima. Vor allen Dingen, wo es doch so eine große Veränderung für dich bedeutet.
Veränderung? Na ja, natürlich. Erst müsst ihr doch mal hierher ziehen, nach London. Aber das tun wir doch gern, nicht? Mhm. Na, du vielleicht, aber ich? Na, wo ich doch gerade erst unser Haus abgezahlt habe nach 20 Jahren. Und außerdem haben wir alle unsere Freunde dort. Sag mal, angelst du immer noch so gern? Aber klar. Ja? Jedes Wochenende. Fein, damit ist ja natürlich Essig. Was? Jetzt geht's schon los. Also angeln muss ich. Ja, aber zuerst musst du doch mal reisen. Was heißt reisen? Fliegen. Immer fliegen. Ins Ausland und so. Also ich beneide dich. Also fliegen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Da wird mir das sofort... Daran wirst du dich eben gewöhnen. Natürlich, man gewöhnt sich an vieles. Wenn ich aber nun gar nicht will, also ich meine nicht, dass ich dir nicht helfen will, das weißt du. Hm. Aber dafür bin ich doch einfach nicht der richtige Mann. Schließlich bin ich ja nur ein kleiner Angestellter. Also Dick, jetzt sei bitte ruhig. Nein, ich bin ein kleiner Bankangestellter und das ist gut so. Also, hast du denn überhaupt keinen Ehrgeiz? Also hör doch mal, wir haben unser hübsches Haus, unser gutes Auskommen, unseren Freundeskreis und ich fühle mich verdammt wohl dabei. Sowas werfe ich doch nicht einfach weg, nur das verstehst du doch. Aber du, das verstehe ich sogar sehr gut. Willst du jetzt bitte endlich still sein? Nein! 20 Jahre sitze ich unterm Tisch, nun habe ich die Nase endgültig voll. Wir packen jetzt unsere Sachen und fahren heim, wo wir hingehören. Und wenn eines uns mal wirklich braucht, dann stehen wir ihr selbstverständlich zur Verfügung. Du kannst ja fahren. Ich lass Alice mit ihren Sorgen jetzt nicht allein. Du kommst mit. Aber ich... Ich will nichts mehr hören. Na, weißt du... Sag Alice auf Wiedersehen. Wiedersehen, Alice. Ich weiß gar nicht, was auf einmal... Los ist ja, mein Spätzchen. Wiedersehen. Sag Hunter, er soll uns ein Taxi besorgen. Vielleicht... Man tut sein Bestes. Und wenn du wirklich mal meinen Rat brauchst, ich bin immer für dich da. Aber weiß ich doch, Dick. Dank dir schön. Ja, eigentlich sollte ich... Muriel! Ja, Madame? Das Fleisch. Ja, hallo. Hier, Merton Hall Verwaltung. Ja, bin ich. Ah, Mrs. Thursday. Natürlich. Natürlich kenne ich Sie. Ja, also, ich meine, ich habe natürlich von Ihnen gehört. Ja. Wie bitte? Aber das ist doch nicht möglich. Was? Es wird doch verkauft? Aber bitte, selbstverständlich, wenn Sie sagen. Gut, ja, sagen wir morgen um 11. In Ordnung. Bitte sehr. Wiedersehen. Na, haben Sie alles veranlasst? Ja, es klappt fabelhaft. Die werden vielleicht Stielaugen machen. Was rascheln Sie denn da? Andauernd mit dem Papier. Entschuldigung. Hier, ich habe alles aufgeschrieben. Sie haben ja einen Vogel. Kleines Antrittsgeschenk. Aber Mann, das kostet ja ein Vermögen. Ich sage nur eins, Rose of Trails. Wieso, Sie haben doch gesagt... Ich habe doch gesetzt und tatsächlich... Gewonnen? Und nicht schlecht. Gott. Klar? Ihr Anteil für den Tipp? Nein. Nein. Also das fangen wir gar nicht erst an. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich stehe auch noch länger. Ja. Anprobieren könnte ich ihn ja mal. Och, schön. Passt sogar. Schön schwer. Komisch ist das. Gefühl hatte ich mir ein bisschen anders drin vorgestellt. Entschuldige, habe ich nicht so gemeint, dass ich finde ihn prima. Also wirklich, der ist unerhört prima. Naja, sowas trägt man ja auch nicht so oft. Ja, das ist die Mineralölgeschichte. Die können Sie unbedenklich unterschreiben. Mhm. Wo ich nicht ganz sicher bin, das habe ich da drüben. Müssen wir in schärfster Form? Na, der Ton, der wird sich hier aber auch bald ändern. Ja, herein. Oh, meine Herren Kollegen. Mrs. Thursday, schon wieder so früh? Ja, na, mein Tag beginnt um 6 Uhr. Darf ich? Wieso das für mich? Entschuldigung, ich schreibe das eben auf. Oh, das finde ich aber wirklich sehr, sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Jean, bitte, eine Vase.
Aber das muss natürlich eine Ausnahme bleiben. Und hier habe ich Ihren Magentee. Oh, das ist aber sehr liebenswürdig. Und ich darf mir auch gestatten, Ihnen das zu überreichen. Wieso auch Kleine noch für Aufmerksamkeit. Mich? Na, hören Sie, ist ja beinahe wie Weihnachten. Aber das darf nicht wieder vorkommen. Oder haben Sie Mr. Dunridge auch immer so was Schönes mitgebracht? Bitte Sie, Sie sind ja schließlich eine Frau. Hm? Oh, danke. Gestatten Sie, dass ich hier aber bitte, Platz bitte. Nehme? Nun, und was machen Sie da Schönes? Ich habe mir ein paar Unterschriftsmappen kommen lassen. Sie, also das muss ich ja sagen, da gibt's ein paar Sachen, die sind ja schon 14 Tage alt. Ja, finden Sie denn da durch? Ach, wissen Sie, was wir nicht kapiert haben, das haben wir einfach beiseite gelegt, nicht? Ja, verstehe. Wir sind natürlich gerne bereit, in jeder... Nein, nein, danke, brauche ich nicht. Ich habe mir ja schon unseren Syndikus bestellt und den Wirtschaftsprüfer. Die müssen mich ja in alles einarbeiten. Ich muss ja wirklich ganz von vorne anfangen mit all dieser doppelten Buchführung und diesem ganzen Kram. Aber ich bitte Sie, das brauchen wir doch gar nicht. Oh, Sie, das sollten Sie aber gerade nicht sagen. Ich habe nämlich schon zwei Rechenfehler entdeckt auf Ihren Randbemerkungen. Nanu? Ja. Ja, Moment. Ja, Thursday? Oh, das ist prima. Ja, die Abendschule. Warten Sie, ich notiere mir gleich alles. So, Entschuldigung bitte, ja? So, bitte, jetzt können Sie anfangen. Na ja, auf dem Briefkopf stand drauf, Zimmer 217, da ist doch die Anmeldung, nicht? Na, irgendwo muss man sich doch anmelden. Also, gut, ich ist schon allerhand für eine so einfache Person, wie sie versucht, sich anzupassen. Diese kleinen Leute haben eben einen besonderen Instinkt. Bitte, trotzdem, sie kann uns noch viel Ärger machen. Wir werden sehr nett sein und sie in dem Glauben lassen, sie hätte tatsächlich mitzubestimmen. Konziliant im Ton, hart gut. In der Sache. Genau. Also bitte, dann darf ich noch mal alles wiederholen. Montag nehme ich Stenografie, Mittwoch Englisch und Französisch und Donnerstag allgemeine Wirtschaftskunde, Freitag Bank- und Devisenrecht. Ja. Natürlich das Letztere für Anfänger, hören Sie, ist doch ganz klar. Dankeschön. Ja, ja. Moment. Bitte nicht alle gleichzeitig, ich verstehe ja kein Wort unserer drei Witwen. Aha. Aua. Ruhe. Also bitte jetzt mal still, die Älteste soll reden. Ja, ja, auf einmal wird keiner mehr. Ja. Also hören Sie mal. Nein. Ja, aber das ist ja selbstverständlich. Nein, das Sekretariat ist nicht da. Ich schicke Ihnen jemand rüber. In 20 Minuten ist bestimmt jemand da. Gut, bitte, ciao. Ha? Ciao. Ja. So, das werden wir mal gleich haben. Mills? Mills, tun Sie mir einen Gefallen. Ja? Schicken Sie mal Edel raus, ah, ja? Ich übergebe an Miss Na, die Dicke. Ja, ja. Ja, in Ordnung. Vier Ohren müsste man haben. Was, Mertenhol? Geben Sie Mertenhole. Mertenhol? Ja, geben Sie seine Zentrale zurück. Wunderbar. Ja, aber wir sind ja in 20 Minuten da. Es könnte eventuell etwas später werden, ja? Wiedersehen. So, oh, gut. Verzeihung. Was haben Sie da eben gesagt? Merton Hall? Alles bereit? Entschuldigen Sie, aber wo ist denn hier ein Zettel? Ich wollte nämlich nur eine kleine Adresse aufschreiben. Sehen Sie, ich finde, wir sollten den alten Leuten eine kleine Freude machen und das Heim neu einweihen. Ist Ihnen das nicht recht, nein? Umtaufen? In George Dunridge-Heim? Aber Merton Hall ist inzwischen verkauft. Bitte sehr, hier ist der Vertrag. Aber ja, das weiß ich ja. Wir damit einverstanden. Ja, ich weiß es. Ach, ein Glück, dass du da bist. Du kennst doch die drei Frauen von Mr. Dunridge. Ja, die kenne ich. Pass mal auf, die haben zusammen eine Boutique aufgemacht. Was? Das ist ein Geschäft mit Kleidern, die niemand anzieht. Ach so. Und die kommen mit dem Einrichten nicht zurecht. Tu mir einen Gefallen, geh mal dahin. Hier ist die Adresse. Und bring das so ein bisschen in Ordnung. Mach ich mal ein bisschen Dampf dahinter. Na gut, ne? Aber zieh die Bremse an, lass noch was von denen übrig. Weiß schon, Glaseehandschuhe. Gut. Geht in Ordnung. So, und jetzt fahren wir zur Einweihung, ja? Was ist, meine Herren? Fahren Sie mit uns, sparen wir doch ein bisschen Benzin. Ich verstehe nicht, was meinen Sie? Wohin denn bitte? Na, zur Einweihung, nach Merton Hall. Was? Das ist sehr freundlich, aber das geht leider nicht. Warum denn nicht? Aber Merton Hall gehört uns doch gar nicht mehr. Aha. Und wem gehört das nun? Einer Miss Marble, einer Amerikanerin, die uns dafür eine Fantasiesumme bezahlt hat. 1.800.000 Pfund. Wir haben an dem Projekt über 1 Million verdient. Das ist doch toll, nicht? Aber eine Amerikanerin war das nicht. Dankeschön, Hans. Wieso? Kennen Sie sie denn? Ach ja, wissen Sie. Flüchtig. Marble ist nämlich mein Mädchenname. Was? Sie haben Merton Hall gekauft? Was haben Sie sich denn eigentlich dabei gedacht? Hab mir gedacht, Sie kommen auf Ihre Kosten. Und die alten Leute, die haben eine kleine Freude. Na, und die Million, die ich nun zu viel gezahlt habe, die fließt ja doch in die Firma. Nicht? Also, auf geht's. Ich denke nicht daran. Ich denke ebenfalls nicht daran. Haben Sie die Gesichter eben? Ich glaube, das hier ist ziemlich wichtig. Zeigen Sie mal hier.
Allerdings ist das wichtig. Die Caribbean Group hat uns ein neues Fusionsangebot gemacht, Zusammenlegungen der beiden Unternehmen. Wieso, was heißt denn ein neues Angebot? Ich weiß nur, dass es schon mal zur Diskussion stand und Mr. Dunridge einige schlaflose Nächte gekostet hat. Mhm. Er hat es damals gerade noch abwenden können, sonst hätte es hier massenweise Entlassungen gegeben. Hunter, sehen Sie mich nicht so an. Sie wollen doch nicht, dass ich das vielleicht in Ordnung bringe. Ja, Hunter, nein, nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und ich will jetzt auch nicht mehr. Ich will überhaupt nicht mehr. Sie haben doch schon mehrfach bewiesen, dass Sie eine ganze Menge ja, können. Wenn das immer so weitergeht, nicht. Ja, aber Sie können doch nicht einfach zurück. Das geht nicht mehr. Was hast du mir da eingebrockt? Also gut. Legen Sie die Karibische See auf meinen Schreibtisch. Caribbean Group. Ja, Caribbean Group. Herrgott, gibt's denn hier nirgends einen Spiegel, damit man mal sieht, wie man aussieht? Na ja, also. Na, schöner werde ich auch nicht. Also, in Gottes Namen, stellen Sie Männer vom Vorstand. Können wir wenigstens eine Runde Skat dreschen. Ich habe immer gedacht, Geld beruhigt die Nerven. Pustekuchen. Dankeschön. Thursday, ich bin Mr. Shield. Wir haben zusammen telefoniert. Ja, freue mich. Wollen wir vielleicht hinaufgehen? Oh ja, gern, aber bitte einen Moment. Selbstverständlich. Mal. Bitte, Mr. Hunter, der Pelz ist zu vorne und auch zu warm. So, jetzt. Ist ja furchtbar heiß. Ja, ja, vielleicht könnten wir dann. Danke sehr. Bates? Ich denke, wir gehen vielleicht am besten darauf und Sie sprechen von da oben ein paar Worte. Muss ich wirklich reden? Ach, ich denke schon, das wäre sehr liebenswürdig. Guten Tag. Guten Tag. Das ist ein guten Tag. Gott, ist das schön. So schön habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Wenn Sie gestatten, werde ich Sie vielleicht mit ein paar Worten vorstellen. Meine Herrschaften, ich freue mich, Mrs. Thursday hier begrüßen zu dürfen. Sie möchte ein paar Worte zu Ihnen sprechen. Dankeschön. Also dann, entschuldigen Sie bitte, aber ich bin nicht gewohnt zu sprechen. Und deshalb habe ich mir was aufgeschrieben. Liebe Anwesende, ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich... Ist doch alles Unsinn. Ich bin einfach froh, hier draußen zu sein bei Ihnen. Ich wollte nämlich schon lange herkommen, mit einer Tagesrückfahrkarte. Und ich... Nein, Sie brauchen wirklich nicht zu lachen, es war. Das war ja noch vor meiner Erbschaft. Wissen Sie, ich habe nämlich da so oft vor dem Bild gestanden und... Ach so, also bei Mr. Dunridge im Büro, wo ich sauber gemacht habe. Da hängt doch ein Bild von Merton Hall. Und da habe ich oft vorgestanden, aber das will ich Ihnen jetzt alles gar nicht erzählen. Denn wenn ich erst mal ins Fassen komme, höre ich gar nicht mehr auf. Ich wollte heute ja auch eigentlich nur sagen, ich freue mich, dass ich hier draußen bin und dass ich mich bedanken darf. In Ihrem Namen und auch für mich bei Mr. Dunridge, der das alles hier geschaffen hat. Und ich bin glücklich, dieses Haus umtaufen zu dürfen. Statt Merton Hall trägt es von jetzt ab den Namen George Dunridge Altersheim. Dankeschön. Das war's nämlich eigentlich. Oh, war war's gut? Sehr sogar. Sie haben genau den richtigen Ton gefunden. Ja. Sie trinken doch noch ein. Eigentlich müsste ich weg, ein Telegramm der Caribbean Group. Ja? Hat es Ihnen gefallen? Dankeschön. Ich freue mich. Oh, kommen Sie doch bitte. Wir haben doch ein kaltes Buffet. Wir können doch ein bisschen reden. Ich meine, uns unterhalten. Ja, bitte. Kommen. Thank you.
Dieser Lärm ist ja noch viel schlimmer, als wenn man in der Luft ist. Hä? Das sind die Triebwerke. Die stehen auf Schubumkehr zum Bremsen. Also eins weiß ich, was die anderen auch sagen. Wenn der liebe Gott wollte, dass wir fliegen, hätte er uns Flügel wachsen lassen. Was hätte er uns wachsen lassen? Wir warten hier auf Mrs. Thursday, die noch vor wenigen Monaten als namenlose Reinmacherfrau das Direktionsbüro gescheuert hat, indem sie nun jetzt als Erbin des verstorbenen Mr. Dunridge und Hauptaktionärin des Konzerns residiert. Die Maschine aus Kanada ist soeben gelandet und ich denke, in wenigen Minuten wird Mrs. Thursday selbst erscheinen. Mr. Hunter, können Sie uns etwas über Mrs. Thursdays Reise sagen? War es privat oder geschäftlich? Mrs. Thursdays Reise hatte rein privaten Charakter. Sie hat ihre Tochter und deren Familie besucht und ihren Enkel David abgeholt. Wie lange war sie weg? Circa 4 Wochen. Warum Kanada? Warum nicht Kanada? Bestimmt ist, dass Fusionspläne bestehen zwischen dem Thursday-Konzern und der Canadian Steel Corporation. Keine Fusionspläne. Aber es steht doch überall geschrieben. Ganz bestimmt keine Fusionspläne. Hunter! Ist ein... Bitte, können Sie an Bord sprechen, Mrs. Thursday? Oh, bitte, bleiben Sie zurück. Mrs. Thursday, wie war Kanada, Mrs. Thursday? Bitte seien Sie, sagen Sie einen Moment. Nun lassen Sie doch, das ist meine Wissenschaft. Aber ich bin, was ist über die Geräusche? Ich bin wirklich so müde, ich bin 7 Stunden und fragen Sie, Mr. Hunter. Aber sind doch Gerüchte, dass Sie fusionieren mit Canadian Steel. Nein. Seien Sie, bitte lassen Sie mich erst mal durch. Freut mich mit den deutschen Kriegsverhandlungen. Mrs. Thursday, bitte. Oh, was stimmt von den Gerüchten? Eve, da kennst du mich nicht mehr. Ja, ist das eine Freude, dich zu sehen. Was machst du denn hier? Du arbeitest du jetzt hier? Nein. Ach, meine Güte, ich freue mich. Ja, aber kann ich Ihnen nicht erst mal eine alte Freundin von mir vorstellen? Ja, die arbeitet hier jetzt bei der Wehr. Und das ist wohl David. Ich habe mich gefreut. Lass es dir gut gehen. Willkommen in England. Ja, er macht jetzt Ferien bei uns ein bisschen, nicht? Wir werden sicher bald noch dicke Freunde. Ja. Mal abwarten. Na, hör mal, du. Aber es ist ein bisschen schüchtern. Es gibt sich aber. Ist sonst ein Schatz. Hör es mal, bitte. Ins Landhaus, das Mr. Dunridge früher im Sommer immer bewohnt hat. Hast du das auch geerbt? Mhm. Aber sehr zu Hause fühle ich mich trotzdem nicht. Warum fahren wir dann überhaupt hin? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Na du, wie findest du es denn nun so bei uns auf dem Land? Ne? Na ja, alles ein bisschen klein hier. Was? Naja, er ist halt die riesigen Prärien gewöhnt. Wissen Sie, da kann man ja stundenlang laufen, ohne Menschen zu begegnen. Naja, sind eben noch nicht so weit wie wir. Naja, ich meine, noch nicht in allem, ne? Nur los, mach mal ein bisschen schnell. Jim, machen Sie mal auf. So, möchten wir mal ein bisschen die Füße vertreten. Mit 1000 Stundenkilometern fliegen sie. Und trotzdem sitzt man stundenlang in den Dingern. Ich bin leider noch nie so weit geflogen. Na, spendiere ich Ihnen mal. Kanada ist eben sehr weit. Na ja, aber trotzdem. Für das teure Fluggeld hätte ich mir das alles viel schneller und bequemer vorgestellt. Sie hätten eben doch erster Klasse fliegen sollen. Ich bin noch nicht hier. Kostet ja fast ein Drittel mehr. Kommt gar nicht in Frage. Und nun erzählen Sie doch mal endlich was vom Konzern. Was machen denn meine beiden teuren Freunde? Mr. Leppard, Sir Charles? Naja, seitdem Sie mich vom Butler zum Finanzberater gemacht haben, behandeln die beide mich etwas per Distanz. Oh, das ist doch unsichtig. Wissen Sie, ich habe durch meine Reise nach Kanada eine ganz andere Einstellung bekommen. Hab da ein bisschen nachgedacht. Hab auch alles besprochen mit meiner Tochter, mit meinem Schwiegersohn.
Ich gehöre ja nicht in diese Stellung. Die ist doch für eine Putzfrau einfach ein paar Nummern zu groß. Aber was reden Sie da? Die respektieren Sie doch alle. Was, mich? Na, hören Sie mal, die Millionen, die ich geerbt habe, die respektieren Sie. Die wichtigsten Sachen legt man mir doch überhaupt nicht vor. Und selbst wenn ich mal zu einer Sitzung gehe, verstehe ich ja doch immer bloß Bahnhof. Na, hören Sie mal. Da übertreiben Sie aber. Ach, Hunter, erzählen Sie mir doch nichts. Sie wissen doch ganz genau, dass man sich in meinem Alter von der Putze nicht zur Unternehmerin umschulen lassen kann. Aber auch nicht vom Butler zum Finanzberater. Ach doch, bei Ihrer Intelligenz. Aber denken Sie, ich habe nicht gemerkt, dass die alle immer hinter meinem Rücken über mich gelacht haben? Habe ich das nötig? Ach, wo ist denn der Junge überhaupt geblieben? David! Wo steckst du? David! Na, hör mal, was machst du denn da? Das kannst du doch nicht einfach hier hereinlegen und mit dem tun. Na, nun haben Sie doch nicht so. Ist doch nur Wasser. Ja, das sieht man. Was ist denn hier los? Erst das mit der Forelle. Und dann habe ich gebeten, dass der junge Herr so nicht in den Wagen steigt. Wie siehst du denn aus? Ach, da hinten war ein Bach. Da habe ich Forellen gefangen. Eine habe ich auch erwischt, Oma. Die brate ich mir heute Abend. Da bitte. Das hat er hier aufs Polster gelegt. Fisch in einem Rolls-Royce. Gehen wir noch auf ein Bier? Hast du noch Pipen? Ja, du hast doch. Immer ich. Du, ich glaube, ich melde mich wieder auf dem Hochbau. Was denn? Richtig arbeiten? Und wenn dir wieder schwindelig wird und du runterfliegst? Kann mich ja anseilen lassen. Damit sich die anderen totlachen, was? Du spinnst wohl. Ist doch meine Sache, nicht? Was ist denn? Zieh doch nicht so eine. Komm schon. Eddie! Was hat er denn? Er denkt wieder mal. Was denkt er denn? Na, du weißt doch, immer wenn er was denkt, ist ein Ding fällig. Du, hör mal zu. Ja, was ist denn? Folgender Gedanke, habe ich mir gerade überlegt. Du brauchst Benzin. Was machst du? Sprit? Ja. Tankstelle natürlich. Gut. Und wie ist das bei Zigaretten? Kiosk oder Automat. Prima. Und das alles ohne abgeschlossenes Studium. Ach, lass doch den Quatsch. Nee, wirklich. Nur pass mal auf. Nimm an, du brauchst Geld. Wo gehst du hin? Na, hör mal, Bank oder Sparkasse. Du denkst mit? Darf ich schon? Hä? Aber sicher, Mrs. Parks. Was gut? Das heißt es gut. Prima Tee. Danke. Auf meiner ganzen Reise habe ich nicht eine einzige Tasse wirklich guten englischen Tee bekommen. Sehen Sie, aus diesem Grund könnte ich nie ins Ausland reisen. Ja, das geht mir genauso. Kann ich gut verstehen. Aber bitte, bitte. Ist David nicht süß? Ich freue mich, dass Mary sich so gut mit ihm versteht. Wie macht sie sich überhaupt? Hilft sie Ihnen? Oh ja, danke, Mrs. Thursday. Nur... Ja? Nur? Hatten Sie sich nicht persönlich nach Ihrer Vergangenheit erkundigt? Natürlich. Ich habe sie ja eingestellt. Wissen Sie auch, dass die schon mit der Polizei zu tun hatte? Ja, und? Ach so, das wusste ich nämlich nicht. Musste ich Ihnen das auf die Nase binden? Ja? Mary ist schon in Ordnung. Man muss ihr nur eine Chance geben, so wie die aufgewachsen ist. Entschuldigen Sie vielmals. Ich dachte ja nur, weil ich für das Personal die Verantwortung hätte. Ist schon gut, schon gut. Sehen Sie bitte zu, dass wir pünktlich zu essen bekommen, ja? Ich bin todmüde. Sehr wohl, Mrs. Thursday. Abendzeitung. Will jemand die Abendzeitung? Ja, gib schon her. Komm. Hier. Dankeschön. Noch jemand die Abendzeitung? Das darf doch nicht wahr sein. Da, schau dir das mal an. Was denn? Na, sagt dir das nichts? Die Olle da mit dem Kind? Ja, die ist 10 Millionen schwer. Wohnt in dem Landhaus in Sussex, hier steht das. Ach, da ist doch nichts drin, Eddie. Bisschen Silberteppich, aber doch kein Bargeld. Auf jeden Fall rankommen ist nicht schwer. Ich kenne mich, deine Schnuckelmiete, die bei ihr arbeitet. Weil dieser Thursday? Ja, heißt Mary, war eine ganze Weile mit ihr zusammen. Und in letzter Zeit bin ich ganz krank nach ihr. Hab sie nämlich eine Ewigkeit nicht gesehen. Hast gehört, Sonny, er ist in letzter Zeit ganz krank nach ihr. Na, du Quatsch nicht. Auf jeden Fall hat sie damals Ärger mit der Polizei gehabt und die haben sie in ein Heim gesteckt für schwer erziehbar. Wo sie rauskam, hat sie keinen Job mehr gekriegt. Nur bei dieser Thirsty. Und was macht sie da? Keine Ahnung. Wird im Haus arbeiten. Aha.
David! Mary, Schluss machen! Das Pony muss in den Stall! Ja, ja, gleich, Mr. Hunter! Wie lange geht mir jetzt langsam auf die Nerven? Ruhig, David, sowas darfst du doch nicht sagen! Sag, was ich will! Aber wieso denn? Der ist doch ganz nett! Ansichtssache! Naja, jedenfalls muss deiner jetzt rein und du musst ein Bad nehmen. Quatsch, komm, Dana, wir drehen noch eine Runde. Aber David! David! Ich verliere doch meinen Job! Hey, David! Jetzt aber aufhören! Es ist wirklich genug! Es gibt doch Abendessen! David! Lieb ist er ja. Aber seinen eigenen Kopf hat er wirklich. Dass der Junge nicht überhaupt todmüde ist von dem Flug. Mir fallen direkt die Augen zu. Er ist ja auch 2 Jahre jünger als Sie. Oh, Verzeihung. Wieso? Der ist doch auch 2 Jahre jünger. Aber nur 2. Ach, aber allein dieser Zeitunterschied. Ich komme wirklich mit dem Tag ganz durcheinander. Ich glaube, in Kanada, da stehen Sie jetzt überhaupt erst auf. Ach. Na, Mary, wie gefällt's denn Ihnen bei uns? Wunderbar. Ja? Ich bin Ihnen ja so dankbar. Und dankbar, nur red mal nicht so geschwollen. So wie der da Schnabel gewachsen ist. Los, Marsch mit dir in die Küche. Wir wollen nämlich jetzt essen. Ja, Madam. Madam, jetzt geht das schon wieder los. David! Da tobt also dieser Kerl mit seinem Hut auf einem Acker rum, den es überhaupt nicht gibt. Ihr müsst euch das vorstellen. Alles Prärie, alles Wüste. Und wisst ihr, wo der geboren war? In London. 2 Häuser weg, wo ich gelebt habe. Alles klein, man sieht das immer wieder. Mensch, gleich hat man hier müssen los. Was? Oh, Mensch, mein Urlaub im Haus. Na, wartet doch mal, jetzt kommt überhaupt die Hauptsache. Ich hab euch doch aus Kanada. Was liegt denn da an? Ja, das sieht aus wie Weihnachten. Hast du denn das durch den Zoll? Ganz ruhig, na klar. Das ist nämlich für dich. Ja, und das ist auch für dich. Nein! Nun, nicht, dann hat mir solche Mühe gegeben beim Einpacken. Danke. Und jetzt, Silvi, du brichst zusammen. Danke schön, du bist ein Schatz. Schön, ja? Na? Was sagst du? So eine Riesenbonbonniere. Na klar, wo du so abgenommen hast. Ja, meinst du wirklich? Aber natürlich, du bist doch dünner geworden. Silvi, ist sie nicht dünner geworden? Dreh dich mal um. Na bitte, überhaupt nichts mehr auf den Hüften. Nun lass mich mal leben. Ich sag immer zu meinem Ollen, Disziplin, Selbstdisziplin, das ist alles. Whisky. Quatsch, Whisky. Toilettenwasser? Und so eine große Flasche? Nein, nicht Toilettenwasser. Richtiges Parfüm. Oh, ja. Wow. Du bist verrückt. Na, du hast einen Vogel. Aber Silvi, nur hör mal, du gib nicht so an. Sag mal, und was ist das noch? Na, du, da wirst du staunen. Das mach mal auf. Na, bitte. Na, das kleidet dich ja wundervoll. Nun, komm mal her, das musste... Na ja, eine andere Größe gab's nicht, weißt du? So groß ist ja ganz Kanada nicht. Ich bin ja überhaupt wahnsinnig. Die musst du ja offen tragen. Ja. Na, sieh mal, kommt ja auch die Figur ganz anders zur Geltung. Dreh dich mal um. Na, orange? Du, das ist ja was ganz Elegantes. Mhm. Ist das echte Spitze? Naja, vor allen Dingen Chiffon. Mensch, meine Farbe. Hör doch mal, durchsichtig. Bin nur gespannt, was dein Mann dazu sagen das wird. Das ziehe ich heute Abend an. Ja, schick. Jeannie! Guten Morgen, Mrs. Thurston. Also Kinder, nun müsst ihr aber verschwinden. Wenn Jeannie da ist, dann muss ich anfangen zu arbeiten. Sonst Mr. Lever und Sir Charles reißen mir ja sonst den Kopf ab. Na, nun verschwinde mal, Dicke, ein bisschen. Komm, du, komm. Tschüss, alles, vielen Dank. Keine Aufregung, du. Tu nein, so keine Aufregung, du grüß zu Hause. Bitte, was ich alles noch kann, was? Ach, Jeannie. Sie sind ja wirklich noch hübscher geworden. Oh, vielen Dank. Das freut mich, aber guten Tag. Also ich bin ja wirklich durcheinander. Jetzt hätte ich beinahe das Wichtigste vergessen. Ich habe Ihnen doch auch was mitgebracht. Aus Kanada. Oh, das wäre doch nicht nötig Na, gewesen. Aber hören Sie mal. Jeannie, Sie werden sich wundern, was hier alles drin ist. Oh, vielen Dank, da freue ich mich. Ja, nur erzählen Sie mir mal, was ist in dem Laden hier los? Hm? Na, allerhand. Ja, Sir Charles, Mr. Lever, ordentlich wieder rotiert. Das kann man wohl sagen. Oh Gott. Das alles schon wieder? Ja. Ich weiß nicht. Fängt ja wieder gut an. Sehen Sie, Jeannie, das ist nur der Unterschied. Früher hätte ich nach meiner Teepause nach Hause gehen können. Das ist doch wirklich zu dumm, dass Sie ausgerechnet am ersten Tag nach Ihrer Rückkehr hier reinkommen. Tja, das ist eben Pech. Wir müssen das mit allen Mitteln verhindern. Dazu ist die Sache zu wichtig. Ja, wissen Sie, für meine Begriffe gibt es da nur eine einzige Möglichkeit. Was? Die Sitzung vorverlegen. Ja, das ist eine Idee. Und die Streiksache gleich als ersten Punkt erledigen. Ja, ja. Wissen Sie, ich
gehe jetzt schon mal rüber zu ihr und Sie versuchen, dass Sie in 10 Minuten, denke ich, oder sagen wir in einer Viertelstunde, beginnen. Und dann kommen Sie einfach nach. Ist es Ihnen recht so? Nein, ich will es versuchen. Mein Büro, bitte. Wir versuchen dann einfach, ihr irgendetwas zu tun zu geben für die letzten 2 Stunden, damit wir sie los sind. Mein Gott, was diese Frau uns Nerven kostet. Hallo, Susan? Ja, hören Sie bitte mal zu. Sie haben die Liste der Konferenzteilnehmer? Aha. Sind die Herren schon alle im Hause? Sonst alles? Gut, dann können wir früher anfangen. Lassen Sie durch die Hauszentrale durchgeben. Sitzung auf 10 Uhr vorverlegt. Ja, ganz recht. Müssen wir Jean fragen, ja? Ja, ich erledige es. Ja, bitte. Ja? Mrs. Thursday, endlich zurück! Na, hören Sie! Sie sehen ja großartig aus! Na, aber wirklich großartig! Schluss! Ihre Komplimente sind direkt verdächtig! Was soll das heißen? Wir haben Sie schon alle erwartet! Wir haben alle auf Sie gewartet! Also bitte, ja. Das wird jetzt wirklich ein bisschen viel! Ist nein, da irgendwas im Bullshit? Ganz vom Persönlichen, ganz abgesehen, Mrs. Thursday, ich habe auch einige geschäftliche Sachen mit Ihnen zu besprechen. Das ist aber neu! Das habe ich bisher sehr vermisst! Eine ganze Menge Projekte! Ja, danke vielmals! Eine ganze Menge Projekte, die ich ohne Sie meine nicht Freundin entscheiden kann oder nicht entscheiden will, verstehen Sie? Ja. Über Bayfield und Thornton. Keks. Danke schön, Sie kennen ja meine Magengeschichte. Über Bayfield und Thornton hatte ich Mr. Hunter schon kurz informiert. Ich habe natürlich nur die Dringlichkeitsfälle mitgebracht. Was meinen Sie, Mrs. Thursday, wie lange brauchen Sie, um das alles durchzusehen? Was weiß ich nicht. Einen Moment. Ich habe mir wirklich ein bisschen viel. Ja. Ach, das mag die Pannes, esse ich zu gerne. Ja, ich werde mal versuchen, also, wie es denn nun wirklich ist. Also doch, Sündchen. Ja, also einen Vormittag, würde ich sagen, ja? Einen Vormittag. Ja? Ja, Mrs. Thursday. Noch, Sie sehen ja wieder aus, wie das blühende Leben. Na nun, noch ein Kompliment. Wie war's denn drüben? Vor allem, wie war der erste Flug? Dankeschön, also jetzt wird's langsam unheimlich. Übrigens, ich will Ihnen gleich sagen, Mrs. Thursday hat den ganzen Vormittag zu tun. Ja. Oh, ja, ich wollte doch noch. Naja, ich hätte da einige Punkte mit Ihnen zu besprechen. Könnten wir nicht wenigstens zusammen zu Mittag essen? Naja, wieso von mir aus? Na, fabelhaft, aber 13 Uhr im Casino? Ja, aber gerne. Schön. Jetzt muss ich mich leider verabschieden. Ich habe drüben ein Gespräch laufend. Fein, dass Sie wieder da sind. Dann könnte ich ja auch. Nein, gleich. Bitte nicht. Eine Sekunde. Also, Sir Charles, 13 Uhr. Ja, und wenn Sie mit irgendwas nicht klarkommen, Sie wissen ja. Gut, aber für Sie habe ich nämlich etwas ganz Besonderes mitgebracht. Aus Kanada. Ja, für Ihren Magen. Oh, das ist aber reizend, Mrs. Thursday, dass Sie sich immer wieder an meine Beschwerden erinnern. Um es Ihnen gleich zu sagen, es handelt sich um Würmer. Ja, Maden. Die leben in verfaulten Baumwurzeln. Die Indianer machen das. Die hacken die ganz klein und dann vermischen sie mit Chinin. 3-mal am Tage nehmen, ja? Also wenn das nicht hilft. Danke. Danke, Mrs. Thursday, aber dann darf ich mich dann jetzt wohl wirklich entfernen, nicht wahr? Aber nicht vergessen, nein? 3-mal am Tage. Sehr liebenswürdig. Mr. Hunter! Ja, ich habe eine Möglichkeit. Also ich sage Ihnen, hier stimmt was nicht. Wieso, was Sie sind Sie? Von einer Freundlichkeit zu mir gewesen, könnte ich überhaupt nicht vorstellen. Na und? Lauter Komplimente haben Sie mir gemacht, freuen sich, dass ich wieder da bin. Und dann plötzlich haben wir doch immer alles verheimlicht, nicht? Hier. Bringen Sie mir mit zum Durcharbeiten. Was ist das? Ich sage Ihnen, da ist irgendwas faul. Weiß ja bloß noch nicht was. Vielleicht nur eine Änderung Ihrer Methoden. Ja, sicher, alles ganz unwichtig. Ja? Ja. Die haben gemerkt, dass sie sie nicht an der Mitarbeit hindern können. Und jetzt betreiben sie Beschäftigungstherapie. Also Schularbeiten. Ja, sieht so aus. Ist das eine Frechheit. Was mache ich jetzt? Wollen wir nicht doch mal lieber in die Sitzung rübergehen? Wieso Sitzung? Nee, die ist doch erst heute Nachmittag. Nein, die ist doch vorverlegt. Was? Wissen Sie das gar nicht? Nein. Ach, davon hat mir doch keiner was gesagt. Ach, das ist doch Unsinn. Nein, bestimmt. Na, das werden wir gleich mal feststellen. Bitte, Sir Charles Barker. Ja? Ach so, nein, nein, Sie brauchen nicht durchstellen. Ich hatte das im Moment vergessen. Danke Ihnen schön. Tatsächlich. Das ist ja allerhand, also... Nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Die können was erleben von mir. Moment, Moment. Was ist denn? Mrs. Thursday. Na wieso, was ist los? Gehen Sie jetzt so nicht rüber. Warum nicht? Sie sind so aufgeregt. Sehr nett von Ihnen. Danke. Nur ein guter Rat. Zu einem realen Produktivitätsbonus gelangen wir niemals durch Stützungskäufe. Aber auch nicht durch eine gleitende Revision der Basislöhne.
und der Ausklammerung der Rationalisierungsgespräche. Das habe ich auch nicht behauptet. Meine Ausführungen gingen nur dahin, dass durch diesen Streik unser gesundes Defizit in einen effektiven Schwächeanfall überzugehen droht. Wir sind in einer Krise. In der schwersten seit 8 Jahren. Seien Sie mir nicht böse, meine Herren, nein, dass ich mich so verspätet habe. Aber ich hatte total vergessen, dass die Sitzung vorverlegt wurde. Wir bitten um Entschuldigung, dass wir nicht auf Sie gewartet haben, Mrs. Thursday. Wir dachten, dass Sie ohnehin unvorbereitet sind. Wieso? Das bin ich doch immer. Bitte. Dankeschön. Außerdem haben wir heute sowieso nur ganz zweitrangige Probleme auf der Tagesordnung. Ja, das habe ich eben gehört. Die schwerste Krise seit 8 Jahren. Das ist Dr. Bellmans Version. Er übertreibt immer, er ist nicht ernst zu nehmen. Hoffen wir es. Bitte, meine Herren, setzen Sie sich doch wieder, ja? Bitte. Mr. Hunter, bitte nicht. Würden Sie vielleicht so liebenswürdig sein und mir mal sagen, was das für ein Streik ist, von dem Sie da eben gesprochen haben? Tja, wenn das so einfach mit einem Satz... Na wieso, dann sagen Sie es doch in 2 Sätzen. Oder meinetwegen auch in 3, das ist mir egal. Es handelt sich um eine unserer Tochtergesellschaften, die Cheshire Werke. Belegschaft 15.000. Was, 15.000? Und die wollen alle streiken? Ganz recht. Und nun erhebt sich für uns die Frage, provozieren wir die Belegschaft in ihren Lohnforderungen, die wir natürlich ablehnen, dann kommt es zum Streik. Oder einigen wir uns, da wird nicht gestreikt. Moment mal, Moment mal. Was? Was haben Sie da eben gesagt? Sie überlegen, ob Sie als Unternehmer, also wir, einen Streik provozieren? Das ist doch nicht, das ist doch jetzt wirklich nicht Ihr Ernst. Nicht, wenn man die Zusammenhänge kennt und die sind ziemlich kompliziert. Ach was, Zusammenhänge? Streik ist immer schlecht. Und wer den provoziert, der hat doch einfach nicht alle Tassen im Schrank. Aber es gilt für die Herren von der Gewerkschaft, genau wie für die Unternehmer. Also mein Mann, ja? Mein Mann war nämlich früher öfter mal im Ausstand. Und ich habe während dieser Zeit nie gewusst, ob wir am nächsten Tag noch was zu essen hatten. An wen bleibt's denn hängen? Doch nur an den Frauen. Wir zwingen ja niemanden. Wir haben noch 6 weitere Punkte auf der Tagesordnung. Ja, ja, jetzt haben sie es eilig, nicht? Jetzt wollen sie kneifen. Nein, nein, nein. Ich will jetzt die Zusammenhänge kennenlernen, die einen Unternehmer veranlassen, einen Streik zu provozieren. Also, wenn Mrs. Hurst darauf besteht, Dr. Bellmann, bitte. Tja. Aber bitte allgemein verständlich. Bitte. Ich will's versuchen. Also sehen Sie... Also wenn ich recht verstehe, geht es darum, den Streik bei den Cheshire-Werken mit dem Streik in der National Electric zeitlich abzustimmen? Ja, weil die National Electric als Zulieferungsfirma der Cheshire-Werke... Ja, ganz recht, ich verstehe. Der Streik bei der Electric führt uns zur Kurzarbeit. Den Lohnausgleich muss der Konzern zahlen. Genau. Wenn die Belegschaft in der Zeit, in der sowieso nicht gearbeitet würde, streikt, trägt den Lohnausfall die Gewerkschaft. Ein Vorteil ist, dass es auf diese Weise nicht zu Entlassungen kommt. Ja, und vor allen Dingen das psychologische Moment. Dem Arbeiter bleibt das Gefühl der Sicherheit durch Vollbeschäftigung erhalten und der Glaube an die berühmte Mitbestimmung. Ja. Naja, aber dass das den Gewerkschaften so viel wert ist. So ein Streik kostet doch Millionen. Weil, liebe Mrs. Thursday, das müssen Sie unter einem anderen Gesichtspunkt sehen. Das kann doch die Firma durch entsprechendes Entgegenkommen in der Frage der Lohnerhöhung honorieren. Das heißt, auf lange Sicht gesehen ausgleichen. Verstehen Sie? Ja, so. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen, Mrs. Thursday. Bitte. Ist das nicht alles ein widerlicher Schwindel? Ja, aber es geht allen dabei so gut wie nie. Und alle sind relativ zufrieden. Was denn? Sie finden das auch ganz in Ordnung? Das würde ich nicht sagen, aber immerhin ist es gute Diplomatie. Naja. Vielleicht ist die Welt wirklich so schlecht geworden, dass nur noch die Schlechten sie gut regieren können. Das könnte beinahe von Machiavelli sein. Was, von unserem Personalchef? Der heißt Madrovelli. Aber der redet auch manchmal so einen Unsinn. Canterbury? Aber das kennt doch schon jeder. Und wer nicht dort war, der interessiert sich auch nicht für Kathedralen. Mit dem Bus ist Schottland so weit. Oder wenn wir ein Boot nehmen. Was meinen Sie, Mrs. Thursday? Ein Betriebsausflug per Schiff, wäre das nicht einmal etwas ganz Neues? Haben Sie eigentlich schon mal gestreikt, Sir Charles? Oder Sie, Mr. Lever? Wie bitte, was meinen Sie? Wir sprechen hier vom Betriebsausflug. Niemand will einen Streik. Nein? Warum soll er dann provoziert werden? Wissen Sie, die Ausführungen von dem Referenten, die haben mich nicht überzeugt. Liebe Mrs. Thursday, ich will Ihnen wirklich auch ein zweites Mal ersparen, einen so komplizierten Vorgang zu erklären. Glauben Sie mir, das sind rein finanztechnische Überlegungen, die Sie
Die ich doch nicht verstehe, nicht? Nur sagen Sie es doch schon. Ganz richtig. Im Übrigen ist die ganze Angelegenheit sowieso noch nicht aktuell. Na schön. Also, dann reden wir jetzt vom Betriebsausflug. Tja, das müssen wir klären. So eine Sache muss gut vorbereitet sein. Sonst ist die Hälfte dann wieder böse, wenn sie nicht mitkönnen. Was? Nö, glaube ich nicht. Bin ich ganz anderer Meinung. Von den 800 Leuten, die das angeht, da wollen 750 viel über einen freien Tag. Dann das Geld, was das so kostet. Könnte ich nicht noch ein bisschen heiße Suppe kriegen? Das ist mir neu. Wir hatten immer eine prächtige Stimmung. Besonders gegen Ende. Und außerdem ist die einzige Möglichkeit, um mit seinen Mitarbeitern in Kontakt zu kommen. Weiß ich nicht. Hab ja ein paar von den Festen mitgemacht. Aber natürlich nur als Raumpflegerin. Ja und? Ja, da kann ich nur sagen, schöner Kontakt. In der einen Ecke saßen die Direktoren, in der anderen saß die Personalabteilung. Ja, danke schön, ja. Und dann das Lohnbüro, dann kamen die Fahrer und ganz, ganz unten, da kamen wir, die Putzen. Von wegen schöner Kontakt. Das liegt in der Natur der Sache, das wird immer so sein. Und was würden Sie denn vorschlagen? Ja, das weiß ich nur nicht. Jedenfalls kein Betriebsausflug. Ist ja wirklich wie im Kindergarten. Moment mal. Kinder? Na, das ist doch überhaupt die Sache. Die Kinder von unseren Angestellten. Die Eltern wären ja glücklich, wenn sie ihre Gören für ein paar Stunden los würden. Und für meinen David wäre das ja ein Mordspaß. Na? Tja, warum eigentlich nicht? Keine schlechte Idee. Könnte ich mir vorstellen. Und Hunter? Ja, ja. Sicher. Hübsch, was du anhast. Gefällt mir. Alles die Thursday. Bin ja jetzt in einem feinen Haus. Wie hast du das geschafft? Ach, weißt du, das war mir Zufall. Die ist stinkreich, ne? Ja, aber nett. Gar nicht mit Nase oben und so. Ich fühle mich da richtig wohl. Also ich müsste mich auch mal wieder richtig ausstaffieren, ne? Bewerbe mich einfach bei der Thursday als Butler. Geht nicht. Haben wir schon einen. So, nun muss ich los. Nun wart doch mal. Ja, weißt du, so dumm, dass ich meinen Wagen nicht habe. Aber der braucht eine neue Lichtmaschine. Okay, nächstes Mal. Mit neuer Lichtmaschine. Na ja, du lachst. Aber ich habe eine ganze Menge Arbeit dort. Jetzt hat sie auch noch ihren Enkel aus Kanada mitgebracht. Den habe ich den ganzen Tag am Hals. Armes Mädchen. Und am Freitag hat er Geburtstag. Da gibt's eine riesen Kinderparty. Das gibt vielleicht was. Erst sollte es ja ein Betriebsausflug werden. Aber das wollte die Thursday nicht. Wo kriegt ihr denn die ganzen Kinder her? Ja, so aus dem Betrieb. Von den Angestellten, vom Personal, von den Fahrern. Wer eben so Lust hat. Morgen. Guten Morgen, die Herren. Oh, gut, dass Sie gleich gekommen sind. Bitte, meine Herren, ja? Nehmen Sie Platz. Bitte. Ja, ich habe etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ich habe hier nur noch etwas zu unterschreiben. Warum ich Sie zu mir gebeten habe, meine Herren. Ich finde, wir dürfen unsere US-Einlagen nicht weiterhin in so sträflicher Weise vernachlässigen, nachdem sich am New Yorker Geldmarkt in den letzten 4 Tagen in den maßgebenden Sparten eine ausgesprochene Entspannung durchgesetzt hat. Ich gehe da wirklich völlig konform mit der Meinung hiesiger Marktkreise, dass die Zunahme der Nachfrage nach Bankakzepten und Schatzwechseln vorwiegend von Investoren stammt, die natürlich sonst ihre liquiden Mittel in Commercial Paper angelegt hätten. Das ist ja wohl klar. Aber seitdem die Penn Central nicht mehr in der Lage ist, das von ihr imitierte Papier zu den Fälligkeitsterminen einzulösen, macht sich in den Anlegerkreisen natürlich ein berechtigtes Misstrauen bemerkbar, nicht? Neuanlagen gegenüber. Aber sicher ist Ihnen ja auch aufgefallen, dass die Rendite der in dieser Woche neu begebenen 3-monatlichen Schatzwechsel inzwischen von 6,6% auf 6,2% gesunken ist. Und soeben erfahre ich, dass einige Handelsfirmen wahrscheinlich durch wachsendes Anlegerinteresse sich zu einer Zinssenkung von 0,25% entschlossen haben. Bitte überlegen Sie das jetzt mal. 0,25%. Tja, das ist allerdings bedenklich. Das muss ich ja auch sagen. Also dann, bedenken Sie es mal. Ich danke Ihnen, meine Herren. Ich habe wirklich jetzt noch eine Menge am Tisch, aber ich glaube, das war doch wohl sehr wichtig. Ganz nicht? Recht. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Oh. Na, wie war's? Fabelhaft.
Nur hier hätte es richtiger geheißen, macht sich in den Anlegerkreisen des In- und Auslands ein berechtigtes Misstrauen breit. In- und Ausland haben sie vergessen. Aber sonst waren sie wundervoll. Allmählich wird mir diese Frau unheimlich. Mit Argumenten der Vernunft lässt sich das nicht mehr erklären. Jedenfalls müssen wir in Zukunft sehr vorsichtig sein. Die ganze Nacht habe ich gelernt. 26 Zeilen. Fürchterlich war's. Aber es hat sich gelohnt. Einmal habe ich die mit denselben dämlichen Gesichtern vor mir sitzen sehen, wie ich sonst vor Ihnen. Wunderbar. Das Gummiband ist locker. Na, so geht es. Habt ihr jetzt alle? Ja. Na, dann viel Spaß. Zieh mal deine Strumpfhose hoch. Und esst nicht so viel Süßigkeiten. Ja. Ihr wisst das nicht. Ja. Ja. Denk daran, was ich dir gesagt habe, Billy. Wenn du dich nicht anständig aufführst, grimm ich dir den Hintern. Merk dir das. Muss ich da wirklich hin, Mutter? Frag nicht so blöd. Es ist furchtbar nett von Mrs. Thursday, dass sie dich überhaupt einlädt. Aber ich mag keine Partys. Nur so dumme Birnen und blöde Spielchen. Ach so, das sind viele Jungen in deinem Alter. Und ich war, Mr. Hunter? Ja, Tausende. Da siehst du. Wir kommen bestimmt gut zurecht miteinander. Achtung! Na, hoffentlich. Ja, nur hau schon ab! Tschüss, Mr. Hunter! Wiedersehen. Und wenn ich nicht zurückkomme, sagen Sie meinen Freunden, er tat es für England. Ja, ja, sicher, aber dann weißt du doch, was du hast. Aber stabil ist er. Ja, das ist er sicher. Ja, gut. Was nimmst du denn pro Tag? Na, 2 Pfund. 2 Pfund? Die kommen mal wieder nicht zusammen. Ja, noch ein bisschen. Du weißt doch, was mit den Preisen los ist. Das kennst du doch. Liest du keine Zeitung? Lieferwagen für Schweine, das stinkt vielleicht. War nichts anderes da? Ist doch scheißegal. Hauptsache die Größe stimmt. Von der Größe habe ich nichts gesagt. Machen Sie wenigstens keinen Unsinn. Ach, Hunter, lassen Sie ruhig Unsinn machen. Die müssen noch früh genug vernünftig werden. Vielleicht sollten wir sie füttern, bis sie müde werden. Ja. Na, hören Sie, sie hätte ich aber gerne als Vater gehabt. Was ist? Eine Stunde hocken wir jetzt hier rum, wie die Maulwürfe. Schnauze. Schließlich müssen wir doch mal ins Haus und doch alle draußen jetzt. Oder denkst du, die bringen uns die Sachen her? Du sollst die Klappe halten. Also ich kapiere überhaupt nichts mehr. Kann ich ja gleich gehen. Wir müssen noch abwarten. Na ja. So, jetzt passt mal auf! Ich will sie klipsen! Oh, ist das eine Schmiererei? Wollen Sie auch was? Wie sich ein Mensch nur Kinder wünschen kann. Haben Sie was gegen Kinder? Nein, nichts. Nur, dass sie keine Erwachsenen sind. Sind Sie eine lahme Ente? Ente gut, alles gut. Wann gibt's denn was zu essen? Dauert noch. Ja, wie lange denn noch? Keine Ahnung. Der spinnt doch heute wieder mal. Es ist schon schlimm, wenn man zusehen muss, was sie da drüben alles zu futtern haben. Warum schickst du deinen Ruby nicht los? Ja, Mensch, darf ich denn das? Mensch, du weißt doch, Eddie, Mensch, der macht... Quatsch, der merkt das doch gar nicht, ne, und die Kinder auch nicht.
Ja, ich gehe wieder auf Posten. Rudi, komm mal her. Geht schon was essen, Rudi. Mach schon. Hopp. Da siehst du ja, Opas Spielchen, das finden die wohl komisch. So was Blödes, jetzt gibt's einen Krimi, schon Viertel nach. Ja, das wäre prima. Nun kommt mal alle rauf! Aber nun jetzt nicht sprechen und gut zuhören. Kommt mal her. Mr. Hunter erklärt euch jetzt alles. Jetzt mal Ruhe geben. Schluck! Ruhe! Also hört mal zu. Wir gehen jetzt, wie gesagt, auf Schatzsuche. Mhm. Und auf diesen Zettelchen stehen Andeutungen und Hinweise, wo der Schatz zu suchen ist. Und diese Zettel werde ich jetzt einzeln an euch alle. Sie kommen auf uns zu. Ja, und? Haben Sie Silber und Teppiche bei, ja? Hast du was gefunden? Nee. Ich auch nicht. Weiß ich was viel Besseres. Wird doch langsam Zeit, dass du mich informierst. Klapp mal die Löffel hoch. Was jetzt kommt, ist eine ganz große Sache. Wir holen uns hier nicht ein paar lächerliche Kilo Silber raus. Nein. Nein. Sondern? Den Enkel, der da ankommt. Ach, den. Den Jungen? Na klar. Also ein Kidnap. Nee, Eddie. Nicht mit mir, du, dafür gibt's lebenslänglich. Und dafür gibt's auch keine Bewährung. Also, ich hau dir lieber ab. Idiot! Wir leihen uns doch den Jungen nur aus. Ausleihen, den Jungen? Na klar, passen schön auf ihn auf, dass ihm nichts passiert. Und kassieren von Tante Thursday, na? 30.000 Pfund. 30.000? Ist ein Klacks für die, zahlt die mit der linken Hand. Stell dir das Paket mal vor. Ja, 30.000, eine Menge Geld. Und glaubst du, dass die Ulle zahlt? Für den eigenen Enkel? Na, hör mal. Mensch, ich hab schon was. Zeig doch mal. Was ist denn das? Pralinen. Das ist ein Spiel. Da ist er. Der mit dem blauen Pulli. Siehst du ihn? Ja. Na dann los, du da. Dieser Graben ist nicht breit und der Schatz ist nicht mehr weit. Quatsch, die sind doch hier alle nicht breit. Mhm. Zack! Komm, los, Hilfe! Sei endlich ruhig, es passiert was! Und jetzt? Da hast du recht, mein Junge. Nein! Nein! Hilfe! Los ab! Hilfe! Halt! Was ist denn noch? Hilfe! Jetzt wach! Hast du liegen, das Hund liegt! Nein, das darf nicht warten.
keine Spur, Mrs. Thirsty. Tut mir leid. Um Gottes Willen, es wird doch nichts passiert sein. Du bist der Hand, damit der Schatzsuche anfing. Da war er noch da, das weiß ich ganz bestimmt. Ich habe ihn von dem Wald gesehen. Vielleicht ist er nur weggelaufen. Er hat ja gesagt, er mag keine Partys. Wahrscheinlich ist er nach Hause gegangen. Was denn von hier nach London? Na, das glauben Sie ja wohl allein nicht. Also was sollen wir jetzt bloß tun? Vielleicht hat er sich versteckt. Oh, Hunter. Also ich schlage vor, Sie und Mrs. Parks liefern die Kinder ab und ich käme mit Jim noch mal in den Garten durch. Was denn? Ich gehe doch jetzt nicht von hier weg. Was soll ich denn edel sein, wenn ich ohne das Kind ankomme? Nein, wir machen das ganz anders. Wir suchen noch mal. Und Sie, Jim, Sie holen inzwischen edel. Ach Mensch, ich könnte mich wirklich. Erwischen wir den Falschen. Ja, nun setz dich endlich mal hin. War ja deine Idee, nicht? Ja. Sag mal, hat David nicht auch so einen blauen Pullover angehabt wie du? Schon möglich. Haben Sie für mich auch was zum Trinken? Bist du am Ende irgendwie verwandt mit dem? Mit wem? Na, mit dem Enkel von der Tante. Von was für einer Tante? Von Tante Thursday. Wie kommen Sie denn darauf? Meine Olle hat früher mit der Thursday zusammen gescheuert. Wenn Sie davon eine Verwandtschaft ableiten wollen. Ich hab Durst! Da. Was ein Bier. Ach, auch noch wählerisch der Herr, ja? Wie heißt denn du eigentlich? Billy. Und weiter? Billy Martin. Ah, Billy Martin. Ich wollte gleich nicht zu der Party. Ich versuch's trotzdem. Ich bin in einer halben Stunde wieder zurück. Mal sehen, ob ich irgendwo eine Brause für dich auftreiben kann. Was machen wir denn mit ihm? Laufen lassen? So verrückt geworden. Festhalten. Der Junge kann es trotz allem ganz nützlich werden. Ich weiß nichts mehr. Was können wir jetzt noch tun? Polizei. Polizei? Da wird sein Vater verrückt. Der kann keine Polizisten ausstehen. Aber Edel, ich glaube, er hat wirklich recht. Es geht nicht anders. Na ja, schön, aber eins sage ich dir, du. Wenn uns der Lausebengel an der Nase rumführt, dann drehe ich sie ihm rum, bis Rotz und Wasser kommt, du. Ja, bitte? Ja? Was ist denn? Für Sie, er will seinen Namen nicht nennen. Ich will seinen Namen nicht nennen. Thirsty? Sagen Sie, wer spricht da überhaupt? Billy! Na, du, Billy ist alles. Sagen Sie, wo steckt nur der Bengel? Sie sind ja wahrscheinlich daran interessiert, dass er wieder zurückkommt zu seiner Mutter. Na ja, das ist ja wohl selbstverständlich. Nun reden Sie schon weiter, ja? Ich kann Billy jederzeit wieder unbeschädigt nach Hause bringen. Es ergibt sich dabei nur ein kleines Problem. Ja, welches denn? Die Sache ist für mich mit Unkosten verbunden. Also hören Sie mal, wenn Sie Auslagen haben, ist das selbstverständlich. 30.000 Pfund. Was? Was haben Sie da? Sagen Sie mal, Sie haben wohl nicht alle. Jedenfalls, wenn Sie vernünftig sind, können wir die Sache noch heute Nacht erledigen. Sie sind doch auch dafür. Ja, natürlich. Aber... Okay, dann besorgen Sie sich erstmal die Kohlen in bar und kleine Noten, bitte schön. Ich rufe Sie in einer Stunde zurück und dann vereinbaren wir die Übergabe. Ja, aber... hören Sie mal, so viel bares Geld hat man ja überhaupt nicht... Warten Sie mal jetzt einen Moment, ja? Ich muss jetzt bloß mal nachdenken. Rufen Sie bitte in 2 Stunden in meinem Büro an. Schreiben Sie sich mal die Nummer auf. 589-26-52. Haben Sie? Ja. Ach, noch was, Mrs. Thursday. Machen Sie keine Dummheiten von wegen Polizei. Schließlich möchten Sie den Jungen ja unbeschadet wiederhaben. Übrigens, es geht ihm gut. Einigend. Edel. Es sieht so aus,
als ob Billy entführt worden ist. Entführt? Komm, das gibt's doch gar nicht. Da macht sich jemand einen Witz. Hat aber verdammt anders eben geklungen. Aber wer soll denn sowas machen? Und wozu? Ja, ich könnte mir das schon vorstellen. Da wittert jemand Geld. Geld? Von mir? Mensch, Edel. Auf Mainz hat das abgesehen. 30.000 Pfund will er haben. Was? 30.000 Pfund? Ja. Also ich komme noch mal reich auf die Welt. Das ist ja schlimm. Nicht nur, dass man sich den ganzen Tag kaputt macht und diese miesen Typen immer um die Ohren hat. Und dann auch noch die Sorgen mit den Moneten. Wo legt man sie an? Wie gibt man sie aus? Wie stehen die Aktien? Und zum Schluss wird man auch noch erpresst. Bleiben Sie ruhig, Mrs. Thurston. Entschuldigung. Wohin gehen Sie denn? Na, ins Büro natürlich. Ich muss doch sehen, was ich im Safe habe. Gut, ich hol Jim. Du kommst auch mit. Nein, warte mal, du. Ich glaube, es ist besser, wenn ich dich erst nach Hause bringe. Du musst jetzt versuchen, es deinem Mann beizubringen. Und dann kommt ihr ins Büro. Ich schicke euch den Wagen. Aber hör mal, du wärst ja verrückt, wenn du so viel Geld hast. Hör schon auf mit so viel Geld. Bill muss her. Bleib aber ganz ruhig. Ich verspreche dir, es wird alles gut. Ich hab's ja gleich gewusst. Mit dem Bengel gibt's nichts wie Ärger. Na, was ist? Hat alles geklappt. Er hat nicht mal gehandelt. Ja, von meinem letzten Geld. Mir kommen die Tränen. Na, schon gut. Von einem Danke hast du wohl noch nicht gehört, was? Bei Ganoven bedankt man sich nicht. Das ist sowieso geklaut. Mensch, pass bloß auf, du. Das würde ich aber auch sagen. Sie brauchen mich ja noch. Guten Abend, Mrs. Thursday. Das sind vielleicht Sachen. Nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind, aber es ist ja auch eine furchtbare Situation. Sir Charles lässt sich entschuldigen. Ja. Er konnte seinen Termin unmöglich verschieben. Ist ja schon gut. Also alles, was ich jedenfalls zusammenkratzen konnte, sind etwas über 7.000. Aber klar, wer hat denn so viel Bargeld im Haus? Aber sagen Sie mir, Sie wollen doch nicht allen Ernstes auf diese Forderung eingehen. Aber wieso, was bleibt mir denn anders übrig? Schließlich war doch der Junge bei mir, als es passierte. Ich bin doch dafür verantwortlich. Sie sollen die Polizei in Anspruch nehmen. Das ist doch die Meinung von Sir Charles. Das hatte ich auch vorgeschlagen. Ja. Also ich verstehe Ihre Sorge vollkommen, aber schließlich betrifft diese Angelegenheit doch nicht Sie unmittelbar. Es ist doch nicht so, als ob Sie ein Verwandter, eine Verwandte dieses Jungen wären. Aber hören Sie mal, Mr. Lever, dieser Vater arbeitet bei uns als LKW-Fahrer in unserem Betrieb und seine Mutter ist Reinemacherfrau. Ich meine, ganz abgesehen davon, dass sie meine Freundin ist. Trotzdem eine direkte Verbindung, eine richtige Verbindung besteht nicht. Selbstverständlich haben die Eltern unser tiefstes Mitgefühl. Aber meines Erachtens haben sie doch deswegen noch lange nicht das Recht, die Firma zu einer solchen Transaktion zu veranlassen, um eine solche Summe auszuschütten. Die Eltern? Die Mutter? Die hat ja überhaupt nichts gefordert und der Vater weiß gar nichts davon. Sie, ich, verstehen Sie mich jetzt richtig? Ich möchte es. Das wird aber sehr schwierig sein. Es geht doch vor allen Dingen ums Prinzip, Mrs. Thursday. Es ist nun mal die Sache der Polizei, Das wissen Sie auch. Ich bezweifle, ob der Vorstand, in erster Linie Sir Charles, die Genehmigung... Was heißt Genehmigung? Haben Sie keine Angst? Ich will gar nicht das Geld von der Firma. Ich bezahle es selbst. Morgen früh, wenn die Banken aufhaben, kriegen Sie sofort Ihr Geld von mir zurück. Gibt doch überhaupt nur etwas von Wichtigkeit, den Jungen wiederzubekommen. Und zwar so schnell wie möglich. Also, was ist nun? Helfen Sie mir nun oder nicht? Mrs. Thursday, woher soll ich denn jetzt im Augenblick 23.000 Pfund nehmen? Überlegen Sie doch das. Und was ist mit dem Scheck? Nein. Er hat ausdrücklich gesagt, bar. Dann bleibt uns wirklich nichts anderes übrig, als so lange zu warten, bis die Banken aufmachen. Tja. Das ist er. Was mache ich denn jetzt? Pünktlich ist er, das muss man sagen. Grundstück bei 30.000 Pfund. Ja? Mrs. Thursday? Ja, ich bin am Apparat. Haben Sie das Geld? Nein, wie kann ich denn das haben, so spät am Abend? So viel Geld kann man gar nicht zusammenbekommen. Morgen früh bekommen Sie es. Ach so. Okay, dann schlafen wir erstmal alle schön. Billy kriegt ein schönes Bett. Und dann sagen wir morgen um 10. In Ordnung, aber Sie, das sage ich Ihnen, wenn dem Jungen was passiert, dann können Sie... Noch was, bevor ich Ihnen jetzt genaue Anweisungen gebe, wie wir uns treffen und wo. Ein ganz wichtiger Punkt. Kommen Sie allein. Haben Sie verstanden? Ich kann ja gar nicht fahren, also kann ich nicht allein kommen. Ja, dann lassen Sie sich eben hinfahren und schicken den Wagen zurück.
Nun passen Sie auf. Wir machen das folgendermaßen. Ja, ich höre. Nur Geduld. Kennen Sie Epping Forest? Epping Forest. Gut, dann müssen Sie nach Richmond abzweigen und kommen. Gut, das tue ich. Moment, lassen Sie mich doch erklären. Können Sie mir mal sagen, warum ist denn da noch zu? Ist doch schon 9. Ja, es ist Sonnabend, da haben die Banken geschlossen. Wieso, Sonnabend sind doch die Banken immer offen. Ja, ja, bis vor kurzem. Aber seit ein paar Monaten ist das anders. Oh Gott. Daran haben wir alle nicht gedacht. Dankeschön. Das ist ja entsetzlich. Was mache ich denn jetzt? Kann ich irgendwas für Sie tun? Hm? Nein, es bleibt bei Epping Forest. Sehr wohl, Madame. Also, was ist da los? Wo denn? Na komm schon. Sind Sie wohl auch Mr. Hunter? Mit Luft ist es nicht weit her da drin. Wo ist sie denn hin? In diese Richtung. Ah, also los. Halt! Was ist denn noch? Hier, das Fernglas. Nett, dass Sie gekommen sind. Wo ist Billy? Hör nur mal langsam. Er hat das Geld. Nein. Sie kriegen das Geld nicht, bevor ich nicht Billy gesund und munter ab vor mir stehen sehen. Kommen Sie mit. Ja. So, hier. Tag, Mrs. Thursday. Das ist vielleicht ein Spielchen hier. Bist du gesund? Alles in Ordnung? Ja, ja, es geht schon. Bloß ja. Mittlerweile wird es ein bisschen langweilig. Och, ihr Gangster, ihr schämt euch wohl gar nicht, kleine Kinder zu klauen und dann noch Geld dafür verlangen. Versteht sie den Drecker. Och, wenn Sie nicht noch frech zur Arbeit seid, ihr euch wohl zu schade, was? No, quasseln Sie mal nicht so viel. Gehen Sie mal zurück hier. Wieso, ja? Was ist jetzt? Nun geben Sie mir erst die Kohlen hier, ja? Ach so, ja. Naja, Banken waren zu, sind nur 7.000. Das muss eben reichen. Was? Nur 7.000? Ja, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass so ein Millionenkonzern nicht mehr Bares im Safe hat. Die sind echt. Ja, aber zu wenig. Das ist Pech. Müssen Sie eben wiederkommen, wenn Sie die restlichen 23.000 haben. Ja, wieso? Und meine 7.000? Das ist die Anzahlung. Das kommt doch gar nicht in Frage. Was, das Geld wollen Sie behalten? Und, Billy? Also, mich kriegen Sie ja nicht mehr fort. Das wollen wir ja sehen. Aha. Moment. Da, nimm mal. Eine Menge Geld. 7.000. Mensch, hätte die Kiste zu verfahren. Lass uns verduften. Quatsch doch nicht so dumm. So nah ran ans große Geld kommen wir nie wieder. Können Sie was sehen? Leider nur sehr verdeckt. Jedenfalls verhandelt sie mit dem Mann. Also. Ja? Mein Freund findet auch, dass das eine gute Idee ist. Ja, was denn? Dass Sie hier bleiben. Haben Sie doch gerade eben selber gesagt. Ja, Moment. Doch nur, weil Sie mir das Geld nicht wiedergeben wollten. Ja, und da ich Sie nicht wiedergebe? Wissen Sie, Ihr Gedanke hat nämlich noch einen anderen Vorteil. Wir finden nämlich, dass Sie uns für die restlichen 23.000 gerade gut genug sind. Was? Naja, in Wirklichkeit würden wir sie natürlich wesentlich höher einschätzen. Aber in unserem Fall, wir bescheiden uns eben. Was ist denn das? Das ist Ruby. Der will eben auch, dass sie bei uns bleiben. Psst, noch einen. Da müsste ich ja nett. Das darf doch hier alles nicht wahr sein. Wie im Kindtopf. Naja, wie Sie meinen. Na, steigen Sie doch mal ein. Loslassen.
Na schön. Bin ich wenigstens bei dem Jungen. Was ist denn jetzt los? Was denn? Die nehmen Sie ja mit. Los, zurück zum Wagen, schnell. Au, haben Sie wehgetan? Quatsch, komm, lauf, schnell. Da ist ja der Kofferraum auf. 80 Uhr habe ich vergessen. Ist ja Gott sei Dank nichts drin. Was ist, Miss Dante? Ist Ihnen nicht gut? Nee, aber den kriegen wir nicht mehr. Hat ja doch keinen Sinn. Ja, aber... Na ja, schon gut. Fahren wir nach Hause. Oh Gott. Setzen Sie lieber Ihre Brille wieder auf. Sehen Sie noch ein bisschen menschlich aus. Na? Ihr Mundwerk scheint mir immer guten Schuss. Bei solchen Typen wie euch fällt mir immer was ein. Ja, hoffentlich auch, wie wir zu den restlichen 23.000 kommen. Das ist aber eine sehr seltsame Geschichte, die Sie mir da erzählt haben, Mr. Hunter. Warum zum Beispiel haben Sie Mrs. Thurston in den Wald hinein verfolgt, anstatt... Ich wollte sie doch im Auge behalten. Sie war in Gefahr. Da wäre die Polizei aber besser am Platz gewesen. Warum sind Sie nicht zu uns gekommen, wo wir nur ein paar Minuten von Mrs. Thurstons Landhaus entfernt sind? Das wollte Mrs. Thurston nicht. Behaupten Sie? Na, hören Sie mal, fragen Sie sie doch. Dazu müssten wir sie erst mal haben. Auch Mr. Lever kann das bezeugen. Und Ethel Martin, die Mutter des Jungen. Sekunde. Entschuldigung. Es ist nämlich so, der Gangster am Telefon hat ausdrücklich verlangt, die Sache ohne Polizei abzuwickeln. Das sagen die immer. Immerhin hat er aber in diesem Zusammenhang Anspielungen auf die Sicherheit des Jungen gemacht. Und? Also hören Sie mal zu. Das Einzige, was ich jetzt wissen will, ist, wie kann man dieser Sache am schnellsten und wirksamsten begegnen? Mr. Thursday, da stellen Sie eine große Frage. Außerdem bin ich nicht Mr. Thursday. Wir können zunächst die Sache einmal aufnehmen und gleich Scotland Yard melden. Aber dazu werden einige Verhöre notwendig sein, das wissen Sie ja. Sie haben eine Menge Zeit verschenkt, weil Sie nicht gleich die Polizei eingeschaltet haben. Das Erste und Wichtigste ist doch, wie kriegen wir Mrs. Thursday und den Jungen wohlbehalten zurück? Wie stellen Sie das vor ohne große Verhandlung? Wir zahlen das Lösegeld. Mr. Hunter, Sie müssen uns schon zubilligen, dass wir von diesen Dingen mehr verstehen als Sie. Na schön, fahnden Sie meinetwegen so viel Sie wollen, aber bitte so, dass die Bande nichts davon merkt. Sollte Mrs. Thursday oder dem Jungen irgendetwas zustoßen, nur weil Sie die Verbrecher in die Enge treiben, dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Gemütlich haben Sie es hier. Ja, freut mich. Und damit es noch gemütlicher wird, machen wir Ihnen auch einen Tee. Oh Gott, das lassen Sie schön bleiben. Gut, dann nicht. Dann schreiben Sie doch gleich mal eine Nachricht für uns. Was ist eine Nachricht? Ja, bei Scotland Yard mit der Beschreibung eurer Visagen. Sag mal, Eddie, müssen wir uns das gefallen lassen? Wenn ihr es geschnappt seid, müsst ihr euch noch was ganz anderes gefallen lassen. Auf Kidnapping stehen nämlich 50 Jahre. Wenn Sie rauskommen, dann sind Sie ein Opa mit so einem Bart. Kein Zahn haben Sie mehr im Gebiss. Hübsch wird der aussehen. Ja, nun lassen wir das. Nun schreiben Sie erst mal an Ihre Direktoren, dass Sie und der Junge gut aufgehoben sind, bis die restlichen 23.000 bezahlt sind. Bitte sehr. Für Sie schreibe ich keinen Buchstaben. Lassen Sie mich anrufen. Zu riskant. Na gut, die Nachricht ist nicht so wichtig. Wer soll die 23.000 übergeben? Mr. Hunter, mein Berater. Okay. Na, dann gehen Sie anrufen. Der wartet bestimmt schon drauf. Hoffentlich. Kann ich Ihnen nur wünschen. Du bist dran, Mary. Was ist denn? Ich muss immer an deine Oma denken und an Billy. Ach, vergiss es, bei denen ist sicher mehr los als bei uns. Also, weißt du, ich glaube, dass Billy sehr gern mit dir tauschen würde. Puh, nie im Leben mache ich jede Wette. Ich fahr jetzt rein! Wir haben das Bargeld doch aufgetrieben. Oh, na also. Der Mann hat wieder angerufen. Oh. Aber ich muss es übergeben. Ausdrücklicher Wunsch von Mrs. Thursday. Und ist alles okay mit den beiden? Angeblich ja, und ich glaub's auch. Ich möchte nur eins wissen. Wieso wussten die Kerle eigentlich von der Kinderparty? Ja. Naja.
Tja, wirklich. Also ich rufe an, wenn es was Neues gibt. Ja, bitte. Wiedersehen. Und toi, toi, toi. Ja, ja. David, ich muss mal auf eine Viertelstunde weg. Ich beeil mich. Na, da bin ich aber neugierig. So, das hätten wir. Leider. Tja, ist Hunter schon da? Tag, Hunter. So, hier ist das Geld. In Gottes Namen, was sollen wir machen? Sie brauchen nicht nachzuzählen, stimmt. Das ist deine Welt. Keiner ist mehr seines Lebens sicher. Ja, es gibt keine Moral mehr und keinen Anstand. Und das wird immer schlimmer. Jeder gegen jeden. Für Geld tun die alles. Ja, das soll's geben. Darauf muss ich einen bringen. Hunter? Hallo, Mr. Hunter. Haben Sie das Geld? Gut, ausgezeichnet. Befolgen Sie jetzt genauestens meine Anweisungen. Ist das alles? Hallo. Na also. Auf in den Kampf. Moment, Sie sollten uns schon verständigen, wohin Sie mit denen gehen. Schließlich eine Menge Geld, wenn da was schief geht. Schief gehen wird nur etwas, wenn Sie oder die Polizei mir nachlaufen. Ich will nicht, dass was passiert. Na schön, wie Sie meinen. Alter. Hals und Beinbruch. Ja, ja. Ich wette, in diesem Augenblick denken wir beide dasselbe. Ja? Warum können die Gangster unsere liebe Mrs. Hurstie dich noch zwei Tage länger festhalten? So ist es. Damit wir diesen verdammten Streik unter Dach und Fach hätten. Wir können nur hoffen, dass sie vor morgen Abend nicht zurückkommt. Gesund natürlich. Natürlich gesund. Darauf müssen wir anstoßen. Halten Sie doch mehr Abstand, sonst können wir uns ja gleich zu ihm setzen. Was denn? Trauen Sie dem etwa auch nicht? Bei so viel Geld würde ich nicht mal meiner eigenen Großmutter trauen. So, da bin ich wieder. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Ja? Ihre Freunde machen schön mit. Bald werden Sie wieder unter Menschen sein. Unter anständigen Menschen. Sehr witzig. Warten wir es ab. Nur in einer Stunde schätze ich, dass Sie hier raus sind. Ich auch. Na klar. Lassen Sie das gefälligst. Ja, dann wollen wir mal los. Ich sperre jetzt hier ab. Tee, Marmelade, Brot, Pistazien. So, Sie haben ja alles. Es geht uns fabelhaft. Hauen Sie jetzt ab. Ach ja, noch was, falls wir uns nicht wiedersehen sollten. Wenn Sie hier wieder raus sind, unterstehen Sie sich ja nicht, der Polizei unsere Beschreibung zu geben. Oder sonst irgendwas zu unternehmen. Hätte schlimme Folgen. Wenn nämlich zwei von uns in den Knast gehen, stehen sofort vier neue da. Hat also wirklich keinen Zweck. Dolles Ding. Das sind vielleicht ein paar Gangster. Kommt man zu so einer Sache wie die Jungfrau zum Kind, nicht? Den Satz, du, den kenne ich von deiner Mutter. Trotzdem, wie dem der erbt, das kann ich da sagen. Sie haben eben Pech gehabt. Muss ja nicht immer so sein. Ich nehme so eine Erbschaft allemal. Ja? Kannst du von mir haben. Mir hat sie noch kein Glück gebracht. Okay. Können wir drüber reden? Eine Bruchbude. Nee. Erstmal müssen wir hier raus. Da müssen wir nur in Ruhe überlegen. Ja, aber überlegen, was denn? Naja, den besten Weg hier abzuhauen. Na schön, Billy. Dann überleg mal. Ah. Wissen Sie, bei so einer Sache wird ganz unterschiedlich operiert. Ach ja? Kommt sie auf den Fall drauf an? Hören Sie mir überhaupt zu? Ja, ja, auf den Fall. Na, nur hab mal einen Fall. Wenn ich mein Strickzeug bei mir hätte, hätte ich längst einen. Nur Geduld. Na, Geduld. Wissen Sie, wenn Sie mich fragen, die drei sind ein paar ganz schlimme Dilettanten. Das kann möglich sein, aber uns haben sie trotzdem eingelocht. Na, erstmal haben sie statt David mich erwischt. Sowas darf nicht passieren. Was, David? Wer sagt das?
Naja, die beiden waren völlig von den Socken, als ich aus dem Sack kam. Aus welchem Sack? Sie haben mir doch einen Sack übergestülpt. Na Junge, jetzt geht mir aber erst ein Licht auf. David wollten die haben? Das wäre natürlich für sie ein fetter Fisch gewesen. Jetzt haben die ja noch einen viel fetteren, nämlich sie. Was? Na, du bist vielleicht ein Gemütsmensch. So, bitte. Dreifach. Aber ich muss nochmals betonen, es ist eine reine Vermutung. Sicher, Miss Sheridan, aber Ihr Verdacht könnte unter Umständen ausschlaggebend sein. Sie wollen uns also wirklich weismachen, dass Sie diesen Eddie Williams nur zufällig den Tipp mit der Kinderparty gegeben haben? Na, hören Sie mal, sonst wäre ich ja nicht hier, nicht? Na, nun regen Sie nicht auf. Vielleicht haben Sie ganz kalte Füße bekommen, es wäre ja immerhin möglich. Ich habe Ihnen von dem Vorfall Mitteilung gemacht, weil es unter Umständen für Mrs. Thurston den Jungen nützlich sein kann. Und nicht, um Ihre albernen Witzchen anzuhören. Ja, es ist ja gut. Wir werden der Sache nachgehen. Das ist ja schließlich unsere Pflicht. Nur gut, dass Sie sich auch daran erinnern. Jetzt passen Sie gut auf, wie wir das machen wollen. Aber hören Sie, das ist immerhin Ihr dritter Anruf. In wie viele Telefonzellen wollen Sie mich denn noch schicken? Man kann nie vorsichtig genug sein, stimmt's? Aber beruhigen Sie sich, das war die letzte. Hören Sie, Sie steigen jetzt wieder in Ihren Wagen und fahren den Ring weiter in nördlicher Richtung. Ring in nördlicher Richtung? Ja. Bitte, was meinen Sie? Pferdebrunnen? Ja. Toilette? Mit einer Eisenbahnbrücke drüber, ja. Wie sehen Sie denn überhaupt aus? Na ja, sehr groß, mittelgrauer, gesprenkelter Anzug, Melone und schwarze Tasche in der rechten Hand. Verstanden. Ist jetzt alles klar, Mr. Hunter? Ja, alles in Ordnung. Moment, Moment! Was ist mit Mrs. Thirsty und dem Jungen? Die lassen wir frei, sobald wir das Geld haben. Na, hören Sie mal, wer garantiert mir denn, dass ich... Nein, alles in Vorne ist er schon. So, und jetzt auf Draht bleiben. Sobald ich das Geld habe, Vollgas und los. Mr. Hunter? Ja? Was soll das denn? Sie müssen mich vorerst schon mit dazu nehmen. Hey, 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 auf! Steigen Sie schon ein. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Eine Minute habt ihr Schloss auf. Das würde ich an Ihrer Stelle aber bleiben lassen. Wieso, ist das Geld etwa gar nicht drin? Doch, doch. 23.000 Pfund, genau abgezählt. Das würde ich Ihnen auch nicht geraten haben. Allerdings mit der neuen Erfindung. Was denn für eine neue Erfindung? Ja, lesen Sie denn nicht die Times? Ja, wenn man das Nummernschloss mit Gewalt öffnet, dann macht eine dunkle, ätzende Flüssigkeit das Geld unbrauchbar. Alle Banken haben das jetzt. Aber das gibt's doch gar nicht. Versuchen Sie es doch. Also, wie ist die Nummer? Warten Sie mal, wie war die denn? Na, wird's bald? Wenn wir bei Mrs. Thirsty sind, fällt sie mir bestimmt wieder ein. Was war denn das eben?
Schlauch ist uns abgegangen. Was denn für ein Schlauch? Du bleibst da. Von alleine kann er doch nicht abgehen. Ja, Billy hat dran gespielt. Was? Mensch, das kann eine riesige Explosion geben. Zukunft lässt das gefällig sein. Oh, Zukunft, na dann aber gute Nacht. Sagen Sie, was geschieht hier eigentlich? Wie lange wird dieser Spaß noch dauern? Na, bis wir wieder bei Kasse sind. Na, da können wir aber lange warten. Hören Sie mir doch mal gut zu. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Hören Sie mir jetzt mal zu. Ich war auch oft pleite. Jedenfalls öfter, als Sie ein Kotelett gegessen haben. Deswegen klaue ich doch keine kleinen Kinder. Ach. Passen Sie mir mal. Passen Sie mal auf, ja, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir drei, wir hauen jetzt zusammen ab. Und ich verrate der Polizei kein Wort über Sie. Später helfe ich Ihnen sogar. Sie, das ist doch eine reelle Chance für Sie. Na? Nee, mache ich nicht. Auftrag ist Auftrag. Oh, das ist doch Quatsch, die zwei anderen. Die sind doch längst über alle Berge mit den 7000 Pfund. Von dem Geld sehen Sie doch keinen Penny. Das gebe ich Ihnen sogar schriftlich. Das glauben Sie. Die kommen wieder. Eddie sorgt dafür, der ist ein prima Kerl. Ach, Unsinn, der haut den anderen genauso übers Ohr wie Sie. Also, was ist? Wollen wir? Nee. Dann machen Sie uns wenigstens den Schlauch an. Kann ich nicht. Ich kann's nicht. Dann hat man schon mal einen Einfall. Du, da ist ein Wagen hinter uns. Was? Ganz normaler Wagen. Die ist aber schon eine ganze Weile hinter uns. Kannst du ihn nicht abhängen? Vorsicht, ja. Was ist denn los? Der Junge ist abgehauen. Da, aufs Dach. Aha. Und das haben wir gleich. Machen Sie sich keine Sorgen. Sieh, das sage ich Ihnen, wenn dem Jungen was passiert ist. Nicht. Prima, Billy. Gar nicht so dumm. Meld dich doch mal bei uns. Ja, mach ich. So, da sind wir verrückt geworden. Sonst noch Wünsche? Ja, Madame. Hier geht's lang. Miststück. Lassen Sie mich los. Sie sollen nicht so viel. Thank you.
verdammt nochmal. Jetzt holen die auch noch die Brücke hoch. Wofür sieht man Zentrale? Wir sind hier auf der Tower Bridge Road und haben den Wagen verloren. Neue Informationen über die verdächtigen Männer. Einer wahrscheinlich mit Namen Eddie Williams, vorbestraft, hat kurzfristig Lagerschuppen gemietet. Hafen Tower Street 14, Ende. 247 an Zentrale. Wir fahren direkt zur Tower Street 14. Bitte alle Streifenwagen zum Lagerschuppen. Äußerste Vorsicht für Mrs. Hursty und den Jungen. Zentrale verstanden, Ende. Sieht aus, als hätten wir noch mal Glück gehabt. Du, da ist doch gerade wer gefahren. Was? Spuren, siehst du doch. Da fährt doch sonst niemand. Du willst uns doch wohl nicht für dumm verkaufen. Hier, gib mal her. Jetzt hast du dich angeschmiert, Eddie. Hier. Er will uns anschmieren. Das tut weh. Was ist denn dieser Lagerschuppen? Da vorn. Eigentlich waren sie ganz nett, die beiden anfangs. Das ist ja wirklich, als ob man aus dem Kittchen entlassen wird. Was heißt, das ist ja überhaupt eins. Ah, nun ist ja alles vorbei mit dem. Na ja, ist ja schon gut, bin ich 110. Ach. Dazu musste ich nur eine reiche Frau werden. Wo sind denn die zwei? Beruhige dich, die sind sicher schon geschnappt. Ja, sind die schon geschnappt, aber dann passen sie auf, dass sie denen meine 7.000 Pfund abnehmen, ja? Sie 7.000 Pfund sind, nämlich 7.000 Pfund. Keine Sorge, Madame. Nee, hab gar... Hunter! Gottes Willen, was ist mit Ihnen los? Was denn passiert? Oh, halb so schlimm, nur die Kette war etwas hinderlich, aber das Geld ist noch drin. Ja, ja, das Geld, immer der Hauptsache. Das bringt mich noch vorzeitig ins Grab. Mann, der Wagen ist genehmigt. Den möchte ich haben, Oma. Ja, dann nimm dir doch mit, mein Junge. Und vergiss nicht, sofort, wenn du ankommst, anrufen. Und grüß Mama und Papa schön. Oma, das hast du schon zum 10. Mal gesagt. Das werde ich noch viel öfter sagen. Nun, komm mal. Das war ja nun leider ein Reinfall, der Urlaub. Ja, aber das war nicht vorauszusehen. Wenn Sie mich wenigstens erwischt hätten, das wäre was gewesen. Das wollten Sie ja, aber du hast nichts versäumt. Du hast leicht reden, aber ich komme nie zu sowas. Wir machen was ganz Aufregendes, wenn du wiederkommst, ja? Ach, was gemacht ist, ist ja witzlos. Hier lang. Ja, hoffentlich dauert das Nachmittag nicht zu lange. Normalerweise dürfte in 2 Stunden alles klar sein. Aber ich fürchte es, aber nicht erst ja doch dabei. Womit haben wir uns das eigentlich verdient? Das frage ich mich auch. Ich hoffe nur, sagen Sie, wann ging eigentlich die Maschine mit Ihrem Enkel? Ah, so wie ich weiß, gegen Mittag, ne? Vielleicht die Maschine Verspätung, Transatlantik. Kann ich ein Lied davon singen? Was ist denn los? Warum laufen Sie denn so? Mrs. Thurston ist nicht aufzufinden. Oh. Sie ist aus dem Flughafen einfach nicht mehr rausgekommen. Na, vielleicht ist die Maschine noch gar nicht weg. Doch, doch, sie ist längst abgeflogen. Ich habe noch eine Dreiviertelstunde auf sie gewartet, aber sie ist einfach nicht wiedergekommen. Keine Angst, Mrs. Thurston kommt. Sie kommt immer wieder. Es wird ihr doch hoffentlich nicht wieder was zugestoßen sein. Wir müssen sie natürlich suchen. Aber warten wir erst mal den Nachmittag ab. Sie kommt bestimmt von alleine wieder. Ja. Sehr wohl, Sir Charles. Erlauben Sie. Los. Ja? Ach, Hunter. Hab ich's doch geahnt. Na, so schwierig war das ja wohl nicht. Na nun los, gehen Sie schon rein. Dankeschön. Na, Hunter? Was gibt's denn nun? Hm? Warum setzen Sie sich denn nicht? Ach so, Entschuldigung.
Was machen Sie denn da? Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Sie werden lachen. Ist sogar mein voller Ernst. Sie ahnen ja gar nicht, wie wohl ich mich fühle, endlich mal wieder was Richtiges zu arbeiten. Statt mich ständig mit diesem Papierkram rumzuärgern. Ja, aber Sie können doch nicht einfach... Ach, Hunter, passt doch in diesem Konzern wie die Faust aufs Auge. Da nützen auch keine Abendkurse. Ja, aber was wollen Sie denn machen? Na, hierbleiben. Ich mach mich doch nicht verrückt. Und von der ganzen Erbschaft. Da will ich sowieso nur so viel haben, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Was glauben Sie, wie wohl ich mich dann fühle? Was brauche ich denn schon? Höchstens mal einen neuen Teppich. Und Sie, Hunter, Sie sollen das Gleiche bekommen. Wie bitte? Ja, dann brauchen Sie sich doch nicht mehr mit solchen Typen rumzuärgern. Wie Lever und Co. Oder gar mit Kidnappern. Das wollen Sie wirklich machen? Na klar, warum nicht? Also, ich weiß gar nicht. Andererseits... Was denn nur andererseits? Naja, denken Sie nur mal an Mr. Dunridge. Der wollte doch, dass eine verlässliche Person seinem Konzern vorsteht. Naja, hat Mr. Dunridge mich eben überschätzt. Ich schaff das nicht. Mrs. Thurston, ich bin da nicht Ihrer Ansicht. Und das wissen Sie auch. Wenn Sie auch dieses oder jenes im Betrieb nicht recht verstehen, so geben Sie doch dem Ganzen... Naja, wie soll ich das ohne große Worte sagen? Dem Ganzen so einen Anstrich von Seriosität und Menschlichkeit. Ach, nun hören Sie aber auf. Was erzählen Sie denn da? Mrs. Thurston, da ist was dran. Wenn Sie nicht manchmal eingegriffen hätten, dann hätten wir in der Firma wahrscheinlich nur noch Korruption. Sie übertreiben ja ganz schön, muss ich sagen. Aber es nützt nichts. Will nicht mehr. Mach mich doch nicht kaputt auf meine alten Tage. Ich schlaf ja jetzt schon schlechter als früher, wo ich noch kein Geld hatte. Naja, ich verstehe das ja alles. Aber gehen Sie doch wenigstens zu der wichtigen Sitzung. Zu welcher Sitzung? Wegen der Streiksache. Wieso? Ich denke, die ist vorläufig nicht. Na, Lever hat doch gesagt, die ist nicht mehr aktuell. Sie sehen's ja. Na, das ist ja ein tolles Ding. Ist nämlich ein ganz Wunderpunkt bei mir. Wissen Sie, dass die Frauen deswegen bei uns schon mal auf die Straße gegangen sind? Das war doch auch ein Streik. Ist kein Streik, ist eine Demonstration. Ist ein ganz großer Unterschied. Demonstration oder Streik oder was auch immer. Ich finde, es muss noch eine andere Lösung geben. Ja, das finde ich aber auch. Na, Sie sind vielleicht raffiniert. Wann ist denn die Sitzung? Um 4 Uhr. Halb zwei. Naja, also erstmal muss ich jetzt einen Tee haben, damit ich ein bisschen munter werde. Das heißt, wenn ich überhaupt einen da habe. Jim, es dauert noch eine Weile. Ich komme dann.